Herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast. Das ist die erste Folge im neuen Jahr. Folge 211, richtig? 11, korrekt. Mitten in der Woche, also bis wir dreimal die Woche machen, ist mitten in der Woche immer ungerade. Du warst letztes Mal gut drauf, das scheint geholfen zu haben. Die Hörerzahlen arbeiten schon hart gegen dein neues 2023-Ziel. Also nicht gegen, sondern dafür. Waren fast 40.000 am ersten Tag. Das hatten wir doch nie. Ja, ich habe allen 1000 Leuten, die den Hoodie damals bekommen haben, habe ich eine E-Mail geschrieben. Von denen hatte ich ja noch die Kontaktdaten und habe gesagt, bitte erst am 1.1. hören. Nein, natürlich nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, wie wir mit unseren Predictions heute daneben liegen. Wie viele Prediction-Shows hast du schon gesehen? Ich habe nur Scott Galloway gelesen, ehrlich gesagt. Können wir nachher auch mal durchgehen vielleicht. Aber hast du schon angehört, bevor uns vorgeworfen wird hier, du hättest dir was abgeschaut? Ich habe vor allem gehört und mitbekommen, dass du irgendwie in jedem deutschen Podcast deine Predictions schon rausgehauen hast. Das stimmt, teilweise gut verteilt. Am Wochenende gibt es höchstwahrscheinlich noch einen weiteren, sagen wir dann nochmal, wenn es soweit ist, am Samstag in der Folge. Kann man sich vielleicht schon denken. Ich bin gespannt. Ja, sonst nicht so viel. All In ist, glaube ich, noch nicht raus. Habe ich heute Morgen gecheckt. Die haben das lustigerweise wie wir gemacht. Erst Review gemacht und dann Predictions, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, die gönnen sich aber ja auch immer noch mal ein bisschen Ferien und so. Also das kommt wahrscheinlich nächste Woche. Galloway hat, glaube ich, so ein Videocall mal gemacht. Da habe ich dir mal die Slides von geschickt, aber ich habe sie tatsächlich nicht mehr vor uns. Ich weiß nur, er predicted, dass Bezos zurückkommt. Das glauben wir ja auch. Das hat er von dir geklaut, ne? Ja, meine ich. Könnte sein, nein, natürlich nicht. Wird ihm schon jemand gut vorbereitet haben oder er hat es sich selbst ausgedacht. Aber mit Disney ist das ja jetzt eigentlich der Nächste, was passieren könnte. Sonst weiß ich gar nicht. Kassenzone habe ich gehört. Da gehe ich vielleicht später auch nochmal kurz drauf ein. Also Shein bin ich auch auf der Seite von Graf und gegen dich. Du bist pro. Du glaubst, aber lass uns das auch gleich mal aufnehmen. Wir müssen hier gleich mal aufnehmen. Also, du sagst Shein über. Ich meine, sind ja schon über 100 Milliarden. Du glaubst du, dass sie über 200 Milliarden gehen? Du musst das mal konkretisieren. Ja, ich glaube vor allem, dass die mega Bedeutung in Deutschland gewinnen werden oder in Europa. Also, das ist für so ein. Ja, weil es einfach günstig, modisch, schnell ist und man vielleicht jetzt anfängt, weniger auf die Marken, sondern eher auf den Look zu achten, wenn die Zeiten ein bisschen schlechter werden. Und so sehr ich mir auch eine Welt ohne Fast Fashion wünschen würde, wird es wahrscheinlich Fast Fashion immer geben und die scheinen ja im Branding und vor allem in der Kombination mit TikTok und mit Social Media irgendwie eine Wunderwaffe erfunden zu haben. Und wieso soll sich das nicht weiter ausweiten? Weil die Qualität scheiße ist. Aber egal. Also du kriegst das nicht in irgendwas Konkretes gegossen, so wie 200 Milliarden Runde in 2023. Naja, auf jeden Fall über 100 Milliarden. Da sind sie schon. Da sind sie schon so und ich glaube, sie werden die Bewertung halten und die nächste Runde wird auf jeden Fall höher. Ob es jetzt eine Verdopplung wird in der aktuellen Zeit, in der alle 150? E-Commerce... Ja, lass 150 machen. Okay. Du sagst über 150, ich sag, dass sie das nicht hinbekommen. Notiert. Sehr gut. Schön. Dann hau ich mal meine erste Prediction für dieses Jahr nach Shein aus, also die zweite. Ich glaube, 2023 wird das Jahr der heulenden Gründer. Also Bewertungen von Private Markets werden einfach sich halbieren und jedes zweite Einhorn wird sein Einhorn verlieren. Hast du da irgendwas dagegen zu sagen oder glaubst du, wir werden viele heulende LinkedIn-Posts sehen und vielleicht verrücktere Ausflipper, als wir es letztes Jahr erleben durften. Also ich finde die, also schön konkret gemacht, vielen Dank. Hälfte der Unicorns, du darfst das dann tracken, wie man das am besten ausrechnet, die Statistik. Ich bin da tendenziell dabei. Ich glaube, es wird, habe ich beim OMR-Podcast, darf ich das schon überhaupt sagen? Ja, doch. Also da werde ich auch gesagt haben, wenn das rauskommt, dass
Ich glaube, dass es weniger Unicorns gibt als dieses Jahr. Das heißt, net, es werden natürlich ein paar neue entstehen, aber es werden netto mehr verloren gehen, als entstehen werden. Eine Halbierung halte ich für ein bisschen mutig, aber finde ich gut, dass du mutige Prognosen machst. Wird ein bisschen schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Ich glaube, wir werden viel lernen. Ich weiß nicht, ob heulende Gründer, weiß nicht. Es wird sicherlich ein paar Gründer und Gründerinnen geben, die verschiedenste Gründe dafür finden, warum es schiefgegangen ist, die eventuell nicht bei ihnen lagen. Das ist spannend, so wie reflektiert Menschen das aufarbeiten werden am Ende. Das finde ich interessant. Ich glaube, es gibt Leute, die werden ganz klar sagen, so das sind die Zeiten, die sich geändert haben. Die letzte Bewertung war eigentlich nicht keine echte. Vielleicht bin ich gespannt, wie Leute damit umgehen. Da kann man sicherlich was lernen. Und ich glaube, wir werden viel lernen können, was Rundenstrukturen angeht. Ich glaube, was nicht mehr, also die Downroads verhindern, wird deutlich schwerer. Das kannst du ein Jahr machen, 18 Monate lang, wenn du mit Cash gut umgehst, vielleicht knapp 24 Monate lang. Aber irgendwann musst du neu raisen, weil du kannst nicht ewig bridgen, sonst machen die Bestandsinvestoren auch nicht mit. Und dann musst du eine Downround machen. Dann gibt es eventuell Gründer und Gründerinnen, deren Anteile dadurch so komprimiert werden, dass sie eigentlich nicht mehr ausreichend incentiviert sind, noch Gas zu geben. Das heißt dann, es werden irgendwie einerseits Downrounds gemacht, andererseits neue ESOPs wahrscheinlich an das Management vergeben. Das sind natürlich Sachen, die man von außen gar nicht so gut mitbekommt, in der Regel. Aber da wird man viel, also wenn doch mal was public wird davon, wird man, glaube ich, viel lernen können, wie man überhaupt den Cap-Table halbwegs intakt und aber auch die Incentives aligned, also dass alle quasi die gleichen Anreize haben in der Firma, Gründer und Investoren und Mitarbeiter auch. Das wird spannend, glaube ich, wie man das strukturiert, um das alles übereinander zu bekommen für die Firmen, die das überhaupt schaffen. Es wird ja definitiv welche geben, die jetzt nicht nur den Unicorn-Status verlieren, sondern ich glaube auch zumachen. Ein paar. Und zwar nicht nur Startups, sondern auch Zombie-Unternehmen. So die letzten zwei Jahre sind ja quasi keine Unternehmen oder kaum Unternehmen pleite gegangen, vielleicht mit Ausnahme von ein paar Gastronomie-Sachen. Ich glaube, da wird es deutlich mehr geben. Ich halte es prinzipiell auch für gut, auch wenn es natürlich immer schicksalhaft ist für die Handelnden oder Betroffenen. Aber ja, können wir so aufnehmen. Ist das nicht auch eine mega Opportunity für einen VC jetzt, der sich genau darauf spezialisiert und irgendwie sagt, wir helfen euch bei der Transition und sehen zu, dass die Gründer immer noch irgendwie ja, bevorteilt werden oder so? Ja, ich glaube, die VCs müssen sich ja gar nicht mehr so stark differenzieren. Also es ist ja nicht mehr so, dass du so stark, also um die wenigen wirklich guten Companies, die weiter wachsen, die vielleicht sogar in ihre Bewertung reingewachsen sind oder Uprounds machen, da wird die Competition, der Konkurrenzkampf noch härter sein als je zuvor, glaube ich, weil es gibt ja diese Legende von diesem ganzen trockenen Pulver, also das bereits geraiste Geld der Fonds, was noch investiert werden muss. Wie gesagt, ich persönlich glaube, das ist gar nicht so viel Pulver, wie man denkt, weil es einfach nicht zu 100% abgerufen werden wird eventuell. Hinzu kommt aber, dass wenn du das irgendwie deployen willst, musst du erstmal eine Firma finden, die noch in der Lage ist, irgendwie 40, 50, 100 Millionen aufzunehmen. Und da wird es nur beschränkt viele geben, in die man das mit gutem Gewissen oder so gut schlafen tun kann. Und die werden, glaube ich, umso umkämpfter sein. Also irgendwas, wo du 200 Millionen investieren kannst und mit einigermaßen guter Wahrscheinlichkeit das 2,5- bis 4-fache rausbekommst in 5 Jahren. Das wird, glaube ich, nicht so einfach. Plus, dass natürlich Private Equity und Growth immer mehr und die Crossover Funds dort auch rein competen in genau das Segment. Das heißt, das wird, glaube ich, schwer. Und unten kann man halt nicht so viel Geld ausgeben, beziehungsweise wird man da auch mehr auf Preise achten in Zukunft. Gar nicht so einfach. Dann glaube ich, dass wir in diesem Jahr die ersten wirklichen Konkurrenten zu Big Tech sehen werden. Also zum Beispiel, dass Creator ihre eigenen Plattformen bauen für YouTube oder Twitch. Also dagegen. Dass jemand mit einer großen Brand, der viele Streamer hat oder viele Streams, dass der seine eigene Distribution aufbaut und sagt, hey, mich gibt's jetzt exklusiv in meiner Community und dann könnt ihr euch die Sachen bei mir anschauen, weil ich nicht so wirklich zufrieden bin mit meiner Präsenz auf YouTube oder den Featuren bei Twitch und so weiter. Und das so wie die Pamela Reif App quasi, oder zum Beispiel. Wer hat das gemacht? Genau.
und dass es da die ersten gibt. Und mit in diesem Kosmos Streaming, glaube ich, hatte ich auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt, dass Discord auch in dieses Segment reingehen wird. Also es wird mehr und mehr verschiedene Wege gehen und Leute werden sich individuell aufstellen und schauen und sagen, okay, ich will meine Community, ich will das, den direkten Kontakt zu meinen Leuten haben und mit denen so kommunizieren, wie ich möchte, und möchte auch die so monetarisieren, wie ich das am besten kann, und bin nicht mehr bereit, dafür so viel abzugeben an Big Tech. Finde ich gut. Ich klar, die Frage ist, wie, das können wirklich nur ganz große Creator, glaube ich, oder Brands. Ich glaube, hat die Quality Group hier, die neulich bei OMR waren, diese Nahrungsergänzungs-Influencer, hatten die nicht auch eine Discord-Community? Das wäre ein gutes Beispiel. Aber das ist natürlich auch schon sehr kommerziell. Also ich glaube, tendenziell ist das richtig. Wie können wir das, kann man das irgendwie gut festgenagelt? Nee, aber so, du sagst, 2-3 große, wirklich große, bekannte Influencer fangen an, eigene Communities zu bauen. Darauf würdest du dich. Ja. Genau. Finde ich sehr logisch, dass man sich da unabhängiger machen will. Das, was bräuchte man? Über eine App würdest du denken. Also entweder über sowas wie Discord oder Ghost oder so, eigene Communities, Substacks, oder über eine eigene App am ehesten. Genau. Für die App bräuchte man Engagement. Das ist natürlich, das kriegen Influencer eigentlich natürlich ganz gut hin, dass sie 2-3 Mal am Tag dafür sorgen, dass was in der App ist, was man anschauen kann. Dann musst du auch daran glauben, dass das wertvoller ist als TikTok und süchtiger macht. Also, ja, TikTok ist halt ein Channel, um Leute dann auf den eigenen Kanal rüber zu ziehen. Und mit OnlyFans hat man es ja gesehen, dass es funktioniert. Man kriegt ja Leute von links und rechts auf OnlyFans und kann darüber monetarisieren. Wieso sollte man es dann nicht über ein eigenes Portal bekommen? Und wären noch mehr Plattformen dann solche Services wie Linktree, also wo du dann dein OnlyFans, dein Patreon oder deine eigene Community, deine Amazon-Liste, was weiß ich, promotest, verbieten, so wie Twitter? Ist das eigentlich immer noch oder haben sie es ausgesetzt? Also du bist das der Typ in dem Taubenverein, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Also machen die Gardens, also ziehen sie die Welle um ihren Garten weiter hoch, oder? Bestimmt. Und sie werden auch versuchen, Leute exklusiv zu bekommen. Also es werden wahrscheinlich ziemlich viele Deals passieren, von denen wir vielleicht gar nicht so viel mitbekommen, aber es gibt bestimmt, also man kämpft um die Creatives, um die Leute, die wirklich die Augen auf die Plattform bekommen. Ich meine, stell dir vor, was wäre ein YouTube wert, wenn Mr. Beast jetzt sein eigenes Ding machen würde? Ja, finde ich spannend, finde ich gut. Sehr gut. Dann weiter. OpenAI oder AI will take your job. Also die Arbeitswelt wird sich in den kommenden 5 Jahren komplett verändern. Das Ding nehme ich jetzt die nächsten 5 Jahre mit. Und das, was wir gesehen haben in den letzten Wochen mit Chat OpenAI, war jetzt erst der Anfang. Da gibt es jetzt bald die 4. Version von. Das wird einfach krass. Also wieso brauche ich jetzt auf einmal noch eine Unternehmensberatung, wenn mir die AI sagen kann, wie ich meine Kosten sparen kann oder meinen Marketingplan machen kann oder. Boah, das wäre geil. Einfach eine AI mit allen McKinsey-Folien, die jemals endlich machen die Sinn. Mit allen Präsentationen, die jemals gebaut wurden von den Big Four füttern. Und dann lässt du diese vollkommen generischen, also haust irgendein Geschäftsmodell rein und sagst so, jetzt bau mir hier die Five Forces und eine SWOT-Analyse für das. Finde ich ganz spannend. Das Schlimme ist ja, dass die großen Unternehmensberatungen scheinbar noch nicht die AI haben, die das baut. Ich glaube, die nützen, es gibt Produkte, die für sowas wie Slide generieren oder Daten, Peer-Daten, also so Vergleichsdaten generieren, die das automatisiert können. Ja, klar, so ein bisschen, ja, ein bisschen automatisiert schon, aber halt nicht zu sagen, okay, wie machen wir jetzt, also wie verändert sich unser Geschäft, wenn auf einmal Öl teurer wird oder Logistik und so weiter. Also 5 Jahre ist natürlich relativ. Einerseits relativ schnell, andererseits als Prediction vollkommen untauglich, weil wir es in einem Jahr nicht überprüfen können. Die Frage ist eher, welche Jobs wären zuerst davon betroffen? Das fände ich ja spannend. Also ich glaube, es geht am Ende doch, also ich halte das für den größten Trend 2023, ganz ohne Frage. Viel wichtiger als Metaverse, AR, VR, Web3, Krypto, irgendwas.
Aber ich finde es noch relativ schwer abzusehen, was jetzt davon wirklich betroffen sind. Ich glaube, die allermeisten Unternehmen werden noch gar nicht damit arbeiten. Es wird sich viel langsamer durchsetzen, als man denkt. Aber es hängt auch ein bisschen... Ich denke, dass wir jetzt in den kommenden Monaten schon die ersten Produkte sehen werden. Also so, die halt mit der API davon arbeiten und irgendwas explizit ja, anbieten oder bauen. Und dass man dann auf einmal nicht mehr, also ähnlich wie es irgendwie, wie es früher die schönen SEO-Seiten gab, in denen man einfach Content gezeigt hat und mit AdSense Geld verdient hat, sowas werden wir jetzt in schöner sehen mit AI. Dass du dort halt irgendwas finden kannst. Also zum Beispiel ein komplett auf Gedichte oder Hochzeitsreden. Du könntest ja jetzt so eine Seite bauen, die hilf mir, eine Hochzeitsrede zu schreiben für einen Freund. Und das wird halt zugefeuert mit AI und dafür wird dann ein bisschen was bezahlt. Lass uns noch ein bisschen romantischer sein. Was ist in der Regel die Speerspitze der Innovation im Internet? Ich glaube, eine der ersten Sachen, die gemacht werden, wären komplett AI-generierte Pornofilme. Weil das Gute ist, mir scheint, es gäbe ausreichend Lernmaterial. Was denn? Ich würde vermuten, es werden mehr Minuten Porn produziert als sonstige Filme auf der Welt. Ist das korrekt? Weiß ich nicht. Ich würde vermuten. Also wenn du Amateursachen mit hinzunimmst, ist das höchstwahrscheinlich wahr. Und du könntest dann so Stil auch eingeben, genauso wie du sagst, ich will das im Dali, Rembrandt oder Vermeer-Stil, sagst du halt, du möchtest das im Amateur-Stil oder so ein bisschen Manga, Hentai oder keine Ahnung, wie das heißt, so gut kenne ich da auch nicht aus. Aber ich überlege gerade, ob man es irgendwie quantifizieren kann. Ich würde sagen, wir sehen den ersten AI-generierten Pornfilm Ende des Jahres. Ist hier kontrovers genug? Also würde ich merken, den Unterschied merken. Und in fünf weiteren Jahren ist die Branche damit tot, muss man auch relativ klar sagen. Weil ich glaube, es ist ein reines Massengeschäft. Die Kreativität kannst du über den Input machen. Und es wird irgendwie Luxury-Porn geben, was noch von echten Menschen, das ist so wie heute ins Theater oder Kino gehen vielleicht, aber die allermeisten Leute werden entweder Vintage-Porn, also Pre-2022-Porn schauen, der dann als Vintage-Porn verkauft wird. Ein schöner 2018er Jahrgang. ansonsten wird der allermeiste Porn, du kannst ihn live generieren lassen eigentlich, wobei es dauert ein paar Sekunden, vielleicht sind, ich weiß nicht, wie eilig man da typischerweise ist, da soll es verschiedene Charaktere geben. Aber ich glaube, in 10 Jahren ist 80-90% des produzierten Porn AI generiert und die Branche ist damit einigermaßen tot. Eventuell auch die Frage, wie geil, pass auf, schade, dass Andrew Tate schon im Knast ist, sonst wäre es ein geiles Business für ihn. Also statt echte Menschen auszunutzen und zu pimpen und der Prostitution zuzuführen, könntest du natürlich AI-generierten Porn und AI-generierte, also die Kombination von dem Film Ski und AI-generierten Porn. Das heißt, du baust ein Full-Circle-Influencer-Produkt, ein Porn-Influencer-Produkt. Das heißt, der oder die Protagonistin oder Protagonist haben einen OnlyFans-Account und distribuieren AI-generierten Porn in Masse in das Internet einfach, als Marketing-Funnel sozusagen, hauen das auf ein OnlyFans-Profil, wo dann eine AI mit dir heiße Chats führt und deine Dickpics für dich ratet und so. Das ist eine Bombenindustrie, das ist Free Money. Wo niemand zu schaden, außer die es nutzen, wahrscheinlich irgendwann Gaga werden und kaputt im Kopf. Aber gut, verstanden. Also ich notiere mir jetzt hier, Ende 2023 gibt es ein Porno mit Pip in der Hauptrolle, weil es ja genug Videos pass auf, das Gemeine ist, du wirst mit jeder erdenklichen Person Pornos machen können. Also du kannst sagen, du hättest gern ich sage jetzt extra keinen Flavor, irgendein Porno mit Ursula von der Leyen haben. Und das wird produzierbar sein. Es wird relativ authentisch aussehen. Befürchte ich. Weil es gibt einfach so viel Material und du lädst halt einfach so genug Material vom Real-World-Character hoch und sagst, und das Gelernte ist quasi alles, was
sagen, an Material schon existiert in der Welt. Die Frage ist, ob das gut genug verteckt ist, das Pornmaterial. Also ob du, ich befürchte schon. Wenn ich OMR wäre, würde ich... Es hat keine 10 Minuten gedauert. Wir reden schon seit 10 Minuten über Porn. Besser als über Elon. Aber ich, also wenn ich jetzt OMR wäre, würde ich jetzt mal einen der 300 Leute auf das Thema AI setzen und sagen, jetzt baut mir mal endlich den AI-Podcast mit Pip versus Thelen. Ist ja alles da. Das ist definitiv schon möglich. Also man braucht irgendeine Art von, ich überlege gerade, ob es der ein sinnvoller Use Case von Krypto war. Ich war dabei, also ich wollte eigentlich sagen, man braucht irgendeine Art von Signaling oder von Watermark, ein Wasserzeichen für Content, ob der authentisch ist oder nicht. Weil es wird irgendwann nicht mehr gut unterscheidbar sein und es wird komplett, also so wie heute dein E-Mail-Fach aussieht, wird das Internet aussehen. Das ist ja so voll mit Spam, AI-generierten Schund und so weiter. Da wird schnell Spam, anderen Spam schreiben. Oder AI wird sich selber verändern, um noch mehr Content zu produzieren und so weiter. Weil das Einzige, was die Content-Produktionskosten noch limitiert, sind die Serverkosten quasi. Das heißt, du brauchst irgendein Wasserzeichen für authentischen Content. Das könnte man theoretisch mit Tokens machen, habe ich überlegt. Aber andererseits ist es, glaube ich, auch, hat es wieder das Orakelproblem, dass du nicht, irgendjemand muss wieder entscheiden, das hier war authentisch. Also du brauchst ein menschliches Orakel, was testifiziert, dass das hier ist authentischer Content. Und damit ist es letztlich genauso nutzlos wie jedes andere System. Also braucht man Krypto auch nicht für. Aber es ist ein bisschen gruselig. Ja, oder es geht wieder da zurück, wo wir eben waren, dass die Creator ihre eigenen Plattformen haben. Und alles, was über deren Kanal geht, ist real und alles andere ist halt Fake. Ja, aber ich baue ja lauter Fake-Creator dann. Ja, du baust Fake-Creator. Aber die Daniela Katzenberger kriegst du doch mit AI ruckzuck nachgebaut, oder nicht? Ja, dich und mich auch. Oder Jeremy Fragrance. Na, das wird schwer. Der ist zu kreativ für die AI. Ne? Aber, okay. Gut, also wir notieren, AI will take your job and show you porn. Ja, AI will take your job finde ich halt zu generalistisch. Das muss man schon differenzierter sehen. Deswegen habe ich ja den Porn-Versuch gemacht, weil das normalerweise die Speerspitze ist. Ansonsten wird es halt allmählich passieren, da hast du ja vollkommen recht. Aber es wäre natürlich schön, das konkreter zu machen, um daran irgendwie zu partizipieren oder sich früh genug umzuschulen. Also Folienschrubben ist, glaube ich, auf jeden Fall was sehr generativ mit AI gemacht wird in Zukunft. Teile des Journalismus, Teile der Werbeindustrie, vielleicht ein bisschen Legal Tech nochmal. So die Drafting von, das Entwerfen von Verträgen könnte nochmal deutlich besser werden, einfacher dadurch. Ich glaube, es wird einfach alles disrupten, was nicht deine Hände braucht. Wieso sollte denn irgendeine Zunft nicht davon betroffen werden? Auch Kreativität. Du kannst ja das Ding füttern mit Kreativität und dann haut es dir halt 500 Firmennamen raus. Eigentlich müssen wir können, ich glaube, es gibt zu viele Berufe in Deutschland, aber ansonsten könnten wir bei jeder Folge mal 3 Berufe aus dem offiziellen Katalog der Arbeitsagentur nehmen und überlegen, wie AI deren Job, wie findest du das als Vorsatz fürs neue Jahr? Finde ich super. Okay, dann ist dein Job oder Jan, ich würde sagen, Jan darf uns 3 Berufe jedes Mal aus irgendeiner Liste, die mindestens 1000 Einträge hat. Das hat die Berufsbezeichnung, aber dann bin ich gespannt, wie du irgendwie den Make-Facharbeiter in durch AI ersetzt diesmal. Ja gut, da brauchst du auf jeden Fall deine Hände. Weil Hände. Architekt. Das Architekt wird, glaube ich, richtig krass. Weil du hast auf einmal komplette Kreativität plus die Statik macht sich von alleine, mehr oder weniger. Also du kannst in einem Modell Statik und Kreativität verändern. Es geht so viel schneller. Aber dann ist auch wieder die Frage, wird der Firmenboss sich noch ausreichend bestätigt sehen, wenn seine Zentrale von der AI entwickelt wurde und nicht von irgendwie einem großen Architekten oder Architektin. Naja, wir finden es raus. Gut, dann machen wir weiter. Das nächste ist No Code is Eating the World.
Wir werden auf jeden Fall ein paar No-Code-Firmen, also ist Firmen, das hier die Sendung mit den neuen Predictions oder die gesprungene Schallplatte vom letzten Jahr, die wir gesagt haben? Nee, das hatte ich letztes Jahr noch nicht. Aber ja, wir sehen auf jeden Fall Firmen mit hohen Bewertungen, die No-Code anbieten, und wir werden die ersten Exits sehen von Firmen, die No-Code nutzen. No-Code wird in Großkonzernen genutzt werden, vermehrt, und vor allem das No-Code-MVP wird das neue Pitch-Deck in der VC-Startup-Welt. Also alle Firmenbewertungen, Startups, die wir in den vielleicht Ende des Jahres jetzt sehen werden, die irgendwie eine 5, 10 Mio Bewertung haben, also noch am Anfang stehen, da wird mehr erwartet als ein Pitch-Deck, sondern tatsächlich ein No-Code-MVP. Und das, glaube ich, sehen wir schon. Dass okay, das ist wieder so, so generisch und tendenziell richtig, dass man es gut unterschreiben kann, glaube ich. Lass uns mal wieder zwei extreme quantifizierbare Cases finden, damit es ein bisschen Prediction kriegt. Würdest du sagen, dass 2 10 Milliarden oder größere neue No-Code-Firmen entstehen werden? Also entweder eine bestehende No-Code-Firma von unter Unicorn in über 10 Milliarden vordringt, oder einer an die Börse geht, die wir noch nicht kannten oder so, sowas in der Art. Oder wie möchtest du das formulieren? Also woran werden wir das merken, dass du recht hattest? Also Webflow ist glaube ich, aktuell 4 Milliarden wert. Dann sag doch mal, was die wert sind am Ende des Jahres. Ja, lass mal 10 machen. Wir sagen, die sind ja mit einer der Vorzeigefirmen dort. Dass wir sagen, Webflow wird über 10 Milliarden wert. Okay. Und Bubble wird... Das ist wird quasi das Posterchild der No-Code-Szene für dich? Genau, und Bubble.io wird auch über 5 Milliarden wert. Okay, sehr gut. Dann haben wir es konkret. Perfekt. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch. Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft, und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen. Was glaubst du über China? Über China? Also da sagt Scott Galloway ja, das sind die günstigsten Firmen mal wieder der Welt gerade. Und wird China den MSCI World outperformen oder nicht? Keine Ahnung. Ich glaube, dass China Probleme bekommt mit den Firmen, die in Europa und in Amerika sind. Also ich wünschte mir ein Verbot von TikTok, aber das haben wir ja letztes Jahr auch schon besprochen. Und sehe jetzt China eher in Corona negativ wieder. So, ich glaube, dass die ein toughes Jahr haben werden. Mhm. Und könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass, ja, wieso sollten die Firmen auf einmal irgendwie schneller wieder wachsen als alles andere und höhere Bewertungen bekommen? Ja, das sehe ich schwierig. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir halt, also, dass Luxus auf einmal wieder ein bisschen Aufmarsch hat, weil die Chinesen wieder zu uns kommen und hier wieder shoppen gehen. Aber würde jetzt Amerika versus China, wäre ich eher auf der amerikanischen Seite. Aber auch, weil mir das näher ist. So, also ich glaube, ich werde dieses Jahr keine China-Aktien kaufen. Ja. Ich auch nicht. Also es kann halt, also ich glaube, wenn man das glaubt, dann muss man ja daran glauben, dass die Beziehungen zwischen USA und China sich verbessern, deutlich. Das hielt ich allein wegen TikTok für eher unwahrscheinlich. Und vielen anderen Sachen natürlich. Natürlich sind die alle super günstig bewertet, die Aktien, und dahinter stehen prinzipiell sehr gesunde Unternehmen. Aber das Grundproblem, dass du diese Aktien eigentlich nur für die kommunistische Partei aufbewahrst und sie dir jederzeit weggenommen werden können oder nicht handelbar werden und so weiter, das bleibt einfach. Und gefühlt hat Xi ja mehr Macht denn je und kann noch resoluter handeln. So, das hat sich jetzt gezeigt, so dass das Volk doch auch teilweise aufbegehrt, wenn die Freiheit stark reduziert wird. Aber ich glaube, dass das chinesische Volk nicht für uns auf die Straße geht, wenn er sagt, Ausländer können unsere Aktien nicht mehr handeln oder sich an unseren Unternehmen nicht mehr beteiligen, so wie jetzt westliche Unternehmen auch schon nicht mehr in China ohne weiteres aktiv werden können oder nicht, also zum Beispiel nicht freiheitlich aktiv werden können im Sinne von, dass sie dann sagen könnten, was sie wollen.
sondern dass sie sich gewissen Regeln unterwerfen müssen, wie in jedem Land, nur sind das in China halt schon besondere Regeln. Und ich glaube, genauso wenig würde man jetzt es als wichtig empfinden, dass unbedingt Ausländer in chinesische Unternehmen investieren können. Deswegen, ich glaube, die Unternehmen sind relativ günstig natürlich im Vergleich zu den westlichen Peers, aber dass das Risiko dort eigentlich gut eingearbeitet ist. Und wenn man ausgerechnet glaubt, dass sich die Situation verbessert, sei es im südchinesischen Meer oder bei gegenüber Taiwan oder TikTok und so weiter, wenn man glaubt, dass sich das alles entspannt, dann ist das ein toller Trade, glaube ich. Aber ich so klar sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Okay. Dann, also ich würde auch nicht sagen, dass sie fallen. Dazu sind sie einfach schon sehr niedrig. Dann müsste man glauben, dass das hart eskaliert in der Region, und darauf würde ich jetzt auch ungern wetten. Ja, für mich ist das alles viel zu weit weg, um da irgendwas einschätzen zu können. Nur ich hab das nicht hält das André auch nicht davon ab, dort zu investieren, ja. Prognosen zu treffen. Darüber. Ja, apropos, eine droppe ich schon mal. Der 10x DNA-Fonds macht seinem Namen endlich alle Ehre und geht unter 10. Also er x die 10 und wird einstellig. Vielleicht nicht, für nicht dieses Ende des Jahr. Jahres, aber er wird einmal unter 10 sein. Ich glaube sogar, könnte Ende des Jahres noch unter 10 sein. Ich würde sagen doch, Sekunde, ich gucke mal ganz kurz die Position an. Vielleicht, das wäre natürlich die schwierige Voraussage. Also ich würde es mal unabhängig, ich mache zweiteilige Wette. Einmal, es wird unterschreitet die 10. Und ob es schließt, so Chips, also Palantir wird sich weiter verschlechtern, Tesla weiter verschlechtern. Baidu haben sie 5% drin, ist relativ groß, das könnte sich verbessern. Grab wird weiter runtergehen, Hims & Hers ist gut. Lifecycle, Carbias, das geht alles runter. Ethereum, ein bisschen Wildcard. Mercado Libre könnte wieder hochgehen und Oscar Health ein bisschen vielleicht. Shopify schwer, UiPath geht runter. Also ist alles keine Anlageberatung. Also sowieso, man sollte keine man kann sich gern informieren oder überlegen, ob man damit übereinstimmt, was wir sagen, aber ich würde es nicht handeln. Also nicht mal ich handle meine eigenen Predictions, bis auf weniger. Ich handle teilweise dagegen, sogar, was ich predicten würde, werden wir später noch erfahren. Deswegen, weil ich jetzt hier gerade so sage, was da drunter geht. Nee, ich glaube, ich würde sagen, also ich mache zweiteilig. Ich sage einmal, es unterschreitet die 10 und es beendet das Jahr auch unter 10. Aber das würde auch bedeuten, dass dein Growth Portfolio auch wieder leiden wird nächstes Jahr. Davon gehe ich tatsächlich aus. Das ist nämlich die Prediction, die ich machen würde, die ich aber selber nicht handeln werde, sondern ich werde natürlich Tech SaaS long bleiben. Ich glaube aber, dass das, was wir im E-Commerce in 22 gesehen haben, der SaaS-Industrie in 23 blüht. Wir werden weiteren Arbeitsplatzabbau sehen. Dadurch sind alle Seed-basierten Modelle und eventuell volumenbasierten Modelle betroffen. Also ein gutes Beispiel ist, glaube ich, Salesforce. Ne? Da weiß man, man bezahlt pro Arbeitsplatz, der mit Salesforce arbeitet. Also pro wenn es zum Beispiel die Sales Cloud ist, pro Sales-Mitarbeiterin. Und Sales ist unter anderem, sind die ersten Jobs, die gecuttet werden, zusammen mit HR. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, also wie viel wächst Salesforce noch? 14% im Jahr. Was wird passieren, wenn 10% der Jobs wegfallen im Schnitt? Und ich glaube, so über die ganze Industrie reden wir wahrscheinlich über einen niedrigen einstelligen Prozentsatz an Jobs, die zumindest erstmal fluktuieren. Ob die dann wirklich netto wegfallen, da bin ich noch skeptisch. Und die Leute fangen natürlich an, irgendwo anders wieder zu arbeiten. Deswegen muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, die Hypothese. Aber ich glaube, dass so ein Salesforce wird vielleicht nur noch einstellig wachsen 2023. Wir wissen, dass sich das über so ein Trickle-Down dann eigentlich durch die ganze SaaS-Industrie zieht. Es werden Startups pleite gehen. Damit wird die Gross-Retention erstmal, also der Logo-Churn wird niedriger sein, wird höher, die Logo-Churn wird höher sein, die Logo-Retention, also wie viel der Kunden man am Leben erhält oder als Kunde behält, wird definitiv eins der schlechtesten Jahre sein, weil ein paar Firmen aus dem Markt fallen. Die wenigsten werden wachsen, das heißt alles, was volumenbasiert ist, die wenigsten werden wachsen, ist Quatsch. Man wird generell langsamer wachsen, die meisten werden langsamer wachsen als im Vorjahr. Das heißt, alles, was volumenbasierte Expansion ist, wird langsamer wachsen. Es werden Arbeitsplätze teilweise abgebaut. Das heißt, alles, was Seed-basiert ist, wird langsamer wachsen. Ich glaube, es wird ein richtig schlechtes Jahr
für Software SaaS. Dazu wird eine Rezession eventuell kommen in den USA oder höchstwahrscheinlich. Eine viel höhere Ausgabendisziplin. Ich glaube nicht, dass Twitter jetzt Schule machen wird und Firmen irgendwie sagen, wir können die Firma hier mit der Hälfte des Personals unterhalten. Das ist Quatsch, glaube ich. Ich glaube eher, dass im Schnitt Firmen eben zwischen 5% und 25% der Mitarbeiter abbauen. So gezielt, wie das eben möglich ist in den einzelnen Ländern. Und das sollte aber gerade im Softwarebereich für eine starke Dämpfung der Konjunktur senken. Deswegen glaube ich, wird es ein sehr schweres Jahr. Verkaufe ich deswegen jetzt alle meine Softwareaktien? Nee, ich würde eher versuchen, Liquidität zu bekommen, um dieses Jahr zu nutzen, irgendwann in Werte, die immer teuer sind, dann einzusteigen. Ich glaube, es wird wenig Firmen geben, die das Jahr outperformen. Ich würde sagen, wie kann man das gut quantifizieren? Ich würde sagen, der Wisdom Tree Cloud Index, WCLD oder so, Wisdom Tree Cloud Computing ETF. Das ist, glaube ich, man könnte jetzt Unprofitable Tech oder so nehmen, das wäre noch härter. Aber ich würde mal sagen, Wisdom Tree Cloud Computing, wir gucken mal kurz, was die Constituents sind, was da drin ist. Das sind eigentlich die großen SaaS-Unternehmen. Ich sage mal kurz die größten Positionen, damit wir auch wissen, warum das ein gutes Äquivalent ist. Bin ich zu doof rauszufinden. Holdings. Also die Top 10 Holdings sind Yext, Clearwater Analytics, Urkaiwa, Avid Exchange, Cooper Software, Smartsheet, Wix.com, Squarespace, PagerDuty, Box viele andere. Die würde ich, also die bilden den Bessemer-Index weiterhin ab, wenn ich mich nicht irre, den Cloud-Index von Bessemer Ventures. Ich würde sagen, die underperformen definitiv den MSCI World und ich würde auch sagen, die Nasdaq. Also, Hypothese ist, schweres Jahr für SaaS-Stocks. Ist Cloud Computing der beste Index dafür? Ich weiß immer noch nicht. Kommt man irgendwie näher dran? Nee, ich würde den Cloud Computing Index wahrscheinlich dafür nehmen. Es ist nicht so 100% passend, aber, und der wird die Nasdaq 100 underperformen, was hauptsächlich heißen würde, dass GAFA besser performt als dieses Cloud- und SaaS-Segment. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht, wenn ich noch einen besseren Index finde, der es abbildet, wenn ein Hörer einen guten Enterprise-SaaS-Index oder ETF hat, gerne mal zuschicken, dann würde ich lieber den nehmen, ansonsten nehme ich den Wisdom Tree Cloud Computing Fund, der sollte Nasdaq 100 underperformen. Ja, und einen GAFA-Ausblick musst du uns gleich noch geben. Ich habe noch ein paar Predictions, die eher so die Platte von letztem Jahr sind, aber nur mal kurz, um sie auch gesagt zu haben. Also Apple bringt eine Brille raus und ich werde sie kaufen. Vielleicht habe ich sie noch nicht an Weihnachten, aber ich habe sie auf jeden Fall schon bezahlt. Ich glaube weiterhin, dass Apple Snap kaufen wird und ich hoffe, dass Amerika TikTok verbieten wird. Alles Old News und wie Galloway glaube ich, dass Jeff zurück zu Amazon kommt. Wer noch zurückkommt, ist Finn Kliman. Mal schauen, wann und wie, aber ich glaube, im Sommer ist der auch wieder zurück. Und dann, ähnlich wie die Konkurrenz von YouTube, glaube ich, dass wir tatsächlich jetzt dieses Jahr Konkurrenz zu Twitter und LinkedIn sehen und wir beide dort auch performen. Gerade jetzt haben wir ja in der letzten Folge erlebt, es ist Peak LinkedIn. Pip ist traurig, dass er nicht vorher mehr auf LinkedIn gemacht hat und verbringt den halben Tag auf LinkedIn mit den besten Kommentaren, die LinkedIn seit langem bekommen hat. Aber es ist Peak LinkedIn und wir sehen einen Konkurrenten, auf den es auf jeden Fall unsere beiden Persönlichkeiten gibt und Doppelgänger auch. Ärgert mich sehr, dass du das sagst. Hätte ich gerne als Prediction gemacht, tatsächlich. Beziehungsweise habe ich gemacht. Also, dass ich mir das auch vorher schon ausgedacht habe, wird man am Samstag sehen bei einem Podcast, den ich am Montag aufgenommen habe. Sozusagen kann ich beweisen, dass ich ohne deine Hilfe darauf gekommen wäre. Ja, ja, klar. Du nimmst den doch bestimmt erst morgen auf. Ich glaube tatsächlich, dass LinkedIn einerseits das absolute Durchbruchjahr hat gerade und so schnell wächst wie noch nie in absoluten Zahlen, was Engagement vor allen Dingen angeht. Vielleicht gar nicht neue User, aber vor allen Dingen Engagement unter Alten, die noch nie viel gemacht haben, als da mitlesen und ab und zu mal Leute zu kontaktieren, die sich erstmals aktiv beteiligen und echt viel Zeit verbringen. Ich würde vermuten, Sekunde, kriegen wir das sogar nachgewiesen? Das wäre spannend. Sekunde mal.
Ich meine, den Peak von LinkedIn wirst du ja merken, wenn dich die Eltern von Schulfreunden auf LinkedIn adden. So, das war damals Peak Facebook. Ja, und das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich kenne die Eltern natürlich nicht, weil ich keine Schulfreunde hatte. Aber nein, nur ganz wenige. Also bei SimilarWeb sieht es schon so aus, als würde deutlich mehr los sein auf LinkedIn. Und zwar nicht nur mehr Sessions, sondern auch, was ich eben gesagt habe, also mehr Engagement pro Session, mehr verschiedene Seiten pro Besuch aufgerufen und so weiter. Ja, also ich bin dabei und ich würde daraus schließen, dass sich so eine Art, dadurch, dass durch die Facebookisierung von LinkedIn, also viele Leute, die auf Facebook nicht mehr sind und Twitter nicht mehr mögen, gehen auf LinkedIn und machen das zum nächsten Facebook. Und dadurch wünscht sich wahrscheinlich ein Teil der wirtschaftlichen Elite wahrscheinlich ein elitäres Netzwerk oder wieder eins, wo, ja, keine Ahnung, das sich mehr anfühlt, wie was das früher war. Also ich glaube, das bereitet auf jeden Fall den Boden für ein neues, eventuell identitäres, also ein neues Social Network für Arbeit. Sowas wie Polywork oder so. Ich glaube nicht, dass Polywork wird, aber irgendetwas Ähnliches wird man sehen, glaube ich. Aber das ist deine Prediction. Du formulier du das mal. Ich wollte nur bestätigen, dass ich das auch glaube, dass da eine Lücke entsteht gerade. Einerseits wird LinkedIn richtig, richtig groß werden. Andererseits wird dadurch auch das erste Nicht-LinkedIn, was einigermaßen erfolgreich ist, wieder blühen. Oder wird Xing zurückkommen? Ja, oder StudiVZ. Es ist einfach so, dass es wahnsinnig viele Talente gibt, die jetzt aus den großen Firmen raus sind. Ne? Also Facebook hat Leute entlassen, irgendwie bei Twitter wissen wir alle, dass Leute rausgehen. In sehr vielen großen Tech-Firmen gehen Leute raus. Und da entsteht irgendwas. Vielleicht entsteht auch irgendwas aus einem dieser Business-Netzwerke, die eher so offline stattfinden. Oder in der Verbindung dazu. Und ja, also die Prediction, wie du sie hattest, finde ich gut mit, es wird eher so ein bisschen Premium wieder. Da habe ich nicht so ganz dran gedacht. Ich habe es einfach als Nutzer gesehen und mit der Tatsache, dass halt sehr viele Talente jetzt aus den Corporate Jobs raus sind oder aus den Big Tech Jobs raus und nach neuen Sachen suchen, nach neuen Sachen finden. Ja, aber ich glaube, du brauchst halt schon eine Differenzierungshypothese für wie du anders sein willst. Weil Fakt ist, gegen die Netzwerkeffekte anzukämpfen, also wie schaffst du es nochmal, dass auch nur 5% der arbeitenden Bevölkerung auf ein neues soziales Netzwerk gehen? Ja, du könntest es zum Beispiel machen wie Dating. Also indem halt einfach du diese nervigen Sales-Anschriften nicht mehr bekommst. Also es gibt ja so, Raya hat sich ja von Dating fast in so ein elitäres Business-Netzwerk verwandelt. Ja, aber wie willst du verhindern, dass Leute dich anschreiben? Das ist ja auch der Sinn des. Du kannst halt, dass du nur über Intros connected werden kannst von Leuten. Du könntest das Intro-System, gab es das nicht schon mal als irgendwie als Produkt, dass dieses Intro-System, du könntest quasi sagen, du kannst Connections nicht mehr selber machen, sondern du kannst nur über Leute quasi introduced werden und connected werden über eine dritte Person. Damit könntest du ein soziales Netzwerk bauen. Das wäre ganz interessant als alternative Hypothese. Aber man darf auch nicht unterschätzen, wie schwer es ist, Network Effects zu kreieren. Und andererseits, wenn es mal schief geht, wie bei Facebook, dann können die sich aber auch ganz schnell wieder auflösen. Wir müssten mal jemanden mit, ich würde manchmal gerne wieder mal, so rein aus Nostalgie würde ich jetzt manchmal gerne meinen alten Facebook-Account zurück, um zu gucken, wie es da inzwischen ist. Ich vermisse ihn so null im Alltäglichen, aber jetzt denke ich fast so, ich würde das so wie ein altes Fotoalbum gerne nochmal anschauen, wie die Spinner da so rum. Oder warten wir noch ein paar Monate, dann sieht das bei LinkedIn so aus. Nee, nicht bei, und bei Instagram das, wahrscheinlich. Das befürchte ich auch, ja. Gut, dann machen wir weiter im Prediction Game. Netflix, Disney oder Spotify kaufen Tonys. Ich wette auf Spotify und Netflix. Die Transaktion wird dieses Jahr stattfinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass Netflix ein ähnliches Tonys-Produkt auch für Bewegtbild macht. Das heißt, du stellst was oben drauf und dann läuft eine Serie? Ja. Das. Und es ist getimed auf, du darfst nur eine Folge gucken oder 30 Minuten und halt für den guten Videokonsum der Kinder.
glaube ich nicht. Also es sind gute Prognosen, glaube ich. Ich glaube nicht dran, weil ich hoffe, dass Leute nicht wollen, dass ihre Kinder sich selber vor den Fernseher setzen quasi oder vor den Screen setzen. Der Vorteil von Tonys ist ja, dass sie screenless sind quasi. Habe ich auch gedacht, bis ich dann im Metaverse war und gemerkt habe, dass Kinder auch im Metaverse beschäftigt werden. Okay. Ich glaube, es gibt so 20 Millionen Tonys oder so, ne? Ah ne, Tonys. Tony-Boxen will ich doch wissen. Ich würde mal kurz in die Tonys-Präsentation gehen, nicht, um das einzuschätzen. Meine Hypothese ist, was du kaufen würdest, wären vor allen Dingen die Endgeräte. Also und für mich wäre interessant, wie viele Endgeräte sind das eigentlich, über die wir sprechen und die du kaufst. Also wir gehen Tonys Investor Relations. Dann ich würde sagen 1 Million. Wenn es 20 Millionen Tonys gibt, dann gibt es 1 Million Boxen. Nee, es gibt 9 pro Gerät angeblich, Sekunde, aber also ja, könnte man so sehen, ist aber falsch. es gibt ja durchschnittlich 9 angeblich, oder? Bisher? Ich weiß es immer nicht. Oder sie rechnen mit 20 langfristig, aber es gab bis jetzt nur 9 Sekunden. Aber wir haben es gleich raus, wir müssen hier nicht spekulieren. Es sind 4,1 Millionen Boxen verkauft. Und damit ist es vollkommen irrelevant, glaube ich. Also du würdest, jetzt gucken wir, was Tonys noch kostet. Macht überhaupt keinen Unterschied für ein Spotify oder so. Also du hast, du zahlst 200 Euro pro Box. Gut, es kann natürlich weitere hergestellt werden und die Firma verdient damit auch Geld. Ich glaube nicht. Also ich finde es eine gute Prediction, ist sehr konkret, bold, aber ich würde dagegen wetten. Also dass keine der drei das machen, einfach weil es zu wenig Endgeräte sind, um Unterschied zu machen und zu wenig Umsatz. Ich glaube, Spotify ist schon eine ausreichend gute Alternative. Ich glaube, erst Spotify wird was Spotify eigentlich machen müsste, ist ein eigenes Gerät bauen, um ins Kinderzimmer zu kommen. Einen super einfachen Player, statt dieses bekloppte Car-Thing zu bauen, hätten sie überlegen sollen, wie kommen wir als Erster in die Musikkultur von Kindern rein und die Lilifee, den Lilifee-Button für sowas wie die Amazon Dashes könnte Spotify bauen, mit einer kleinen Anzahl an vorbelegbaren Tasten, wo ihre Lieblingshörbücher abgespielt werden können. Das ist ja nichts anderes als die Tonybox am Ende. Nur, dass das Interface noch ein bisschen cooler ist bei der Tonybox. Aber eigentlich sollte Spotify ein eigenes Gerät. Ich halte dagegen und sage, Spotify baut stattdessen ein eigenes Gerät fürs Kinderzimmer. Und das ist das Y aus dem XYZ. die Spotify-Box fürs Kinderzimmer. Ja, super. Nehmen wir so auf. Dann, wenn nicht, hat er es jetzt bestimmt der Daniel Eck gehört und wird es sofort bauen. Aber das Problem ist, bei Spotify würden sie sich jetzt ausdenken, würde es vermutlich 2028 rauskommen. Das heißt, so schnell, ich muss darauf bauen, dass es ihnen vor 4 Jahren eingefallen ist. Ja, okay, das ist ein bisschen bold. Ich glaube, bin ich wirklich überzeugt, aber es ist eine schöne Prediction. Deswegen, einfach um dagegen zu halten, sage ich, Spotify baut ein eigenes Device fürs Kinderzimmer. Dann eine weitere, wo du wahrscheinlich dagegen bist, ich habe es auch schon mal in einer der älteren Folgen erwähnt, ich glaube, dass Bestseller About You, Asos und Zalando kauft und alle drei von der Börse nimmt und dann vielleicht später nochmal IPO't. Ich glaube, das wird nicht so passieren, aber da steckt natürlich viele kleine Wahrheiten stecken da drin. So, dass die wahrscheinlich relativ günstig bewertet sind, die Unternehmen gerade. Stimmt, dass wahrscheinlich Anfang des Jahres, gegen Mitte des Jahres der beste Zeitpunkt ist, sie zum niedrigen Kurs zu kaufen und es dann irgendwann wieder hochgeht. Würde ich sagen, stimmt auch. Dass Bestseller in einer guten Position ist, als einer der größten Shareholder in allen drei Unternehmen, ist auch richtig. Das Problem ist, dass du halt unheimlich viel Aufschlag zahlen müsstest, weil viele der Investoren, glaube ich, sich nicht so einfach davon trennen würden von den Aktien. Und wenn, glaube ich, dass sie es mit einem Partner machen würden. Also mit irgendeinem großen, keine Ahnung, CVC, General Atlantic oder was auch immer, irgendeinem größeren Private Equity Partner. Das wäre okay für mich. Das würde deiner Definition noch sprechen. Nee, du hast es aber nicht gesagt. Ich halte es trotzdem für sehr schwer. Also ich würde dagegen halten. Aber ich finde es eine gute Prediction. Also es sind viele sehr logische Gedanken da drin, glaube ich. Aber ich halte mal dagegen.
Dann weiterer Kauf. Bolt kauft Tier und FreeNow. Und wird zum größten. Genau. Wird zum größten. Die Scooterbranche. Oh ja, und die Taxibranche. Bolt kauft ShareNow, glaubst du? FreeNow. FreeNow. Tier und FreeNow und wird das europäische Uber und der größte Konkurrent und dann sehen wir bestimmt auch irgendwann ein IPO. Das könnte ich mir fast am ehesten noch vorstellen, von all deinen wilden Vorstellungen. Ja, sehr schön, sehr schön. Dann ein bisschen Essen, Amazon oder Rewe kauft Picknick und Rewe kauft Flink. Ja, finde ich gut. Also ich finde fast alles gut. Ich finde eigentlich alles gut, was du sagst. Bis auf die ersten Sachen, die so unkonkret waren. Das ist ja jetzt sehr konkret. Solltest du auf jeden Fall so aufschreiben. Ich glaube nicht, also ich würde hoffen, dass Picknick noch nicht verkauft. Das wäre genauso traurig wie Flaschenpost, die meiner auch viel zu früh verkauft haben. Ich glaub, wer kauft Picknick, hast du gesagt? Amazon oder Rewe. Ja, Rewe würde ich ausschließen, aus zwei Gründen. A, dass Edeka Shareholder ist und das vermutlich blockieren könnte oder ein Vorkaufsrecht hätte zumindest. Ach, stimmt. Und wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, für beide Deals ist es schwer, weil Rewe ja auch so wie Edeka so teilweise so Franchise-Nehmer hat und ich bin gar nicht so sicher, ob die so super eigenständig handeln können, ehrlich gesagt. Also offenbar können sie ja investieren immerhin. Ob die sich in der Zeit jetzt gerade trauen, so eine Übernahme zu machen. Aber wer könnte Picknick übernehmen? Ja, wenn Flink von Rewe geleitet würde, was denkst du denn, was damit passieren würde? Ja, nicht mehr viel. Ja. Aber es ist eine schöne Prediction. Ich hielte dagegen. Amazon Picknick finde ich spannender. Müssen sie aber stark überzahlen, damit Picknick verkauft. Wenn Picknick das Modell abgibt, ich halte das eigentlich für ein sehr schlaues Modell. Das zu früh abzugeben. Es scheint einigermaßen berechenbar zu sein. Also sofern das Unit Economic positiv oder annähernd positiv ist oder absehbar positiv, gibt es überhaupt keinen Grund, es zu verkaufen. Zu früh. So. Ja, ich würde mir auch wünschen, dass sie nicht verkaufen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es passieren wird. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass Amazon Probleme auf der letzten Meile bekommt. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber es wird irgendeinen Service geben. Es hätte Gorillas sein können oder eben jetzt Getty oder Flink oder einer der Player oder eben sowas wie Picknick, dass viele Sachen, die du woanders bestellst, am Ende auch über einen Lebensmitteldienst mitgeliefert werden könnten einfach. Ja, das sehe ich ja genau anders. Ich glaube, dass Amazon Fresh der größte Gewinner von Flink und Gorillas ist im nächsten Jahr. Weil die Leute jetzt gelernt haben, krieg mein Zeug schnell. Picknick wird jetzt auch einen größeren Footprint haben, also sie kommen ja nach Hamburg und Berlin. So, und die Leute lernen jetzt, wie einfach das funktioniert und merken dann, das geht ja auch mit Amazon. Und ja, das ist ja ein anderes Modell. Also du hast recht, dass die Penetration groß, ich glaube, der Markt wurde krass vergrößert von denen. Und vielleicht verlieren die Marktanteile in dem Markt, den sie geschaffen haben. Das könnte auch wahr sein. Aber ich würde behaupten, Amazon Fresh ist, also ich würde im Moment eher fast mit Rewe eher bestellen als mit Amazon Fresh. Also Amazon Fresh ist so, also es ist weder super schnell noch super planbar. Ja, doch relativ planbar ist es schon, aber es ist nicht schnell genug, um in einer halben Stunde damit zu kochen. Das heißt, ich muss weiter. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein super Konkurrent zu Picknick oder zu Flaschenpost. Und das Sortiment ist größer. Ja, ich habe lange nicht mehr bestellt bei Amazon Fresh, ehrlich gesagt. Müsste ich mal wieder machen. Aber ja, gute Predictions. Weiter, mehr, gib uns mehr. Ja, jetzt gibt es nur noch eine letzte schwammige Prediction, aber vielleicht eine Opportunity für einen verrückten Golfer oder Golferin in Berlin. Ich glaube, Indoor-Golf wird der Wintersport 2023. Das gibt's doch schon. Ja, aber es gibt jetzt neue Hallen. In Hamburg gibt es zwei neue Hallen und das macht echt tierisch Spaß. Also hätte ich nicht gedacht. Die Technik hat sich verändert. Man kann da leider noch nicht investieren, also nicht in den Technikhersteller, der diese Computer baut. Aber falls jemand in Hamburg ist, sollte man es mal ausprobieren. In Berlin gibt es meines Erachtens noch keine Halle. Es gibt 6 Indoor-Golf-Anlagen in Berlin. Aber wo du gegen Computer spielst? Ja. Also das Golfstudio in der Franklinstraße, Capital Yard Golf, Lounge in der Stralauer Allee,
den Kims Green Golf und so weiter. Jetzt mache ich Werbung für den Indoor-Golf. Dann bin ich hier, wohne ich hinterm Mond in Hamburg. Könnte, das ja sowieso. Ist ja vielleicht trotzdem noch ein spannendes Franchise-Modell. Das, obwohl du hast nicht genug Verbrauchsmaterialien oder so eigentlich. Ist nicht so richtig, so geil ist auch ein Herz-Franchise. Nee. Und dann bin ich durch. Hast du noch ein, zwei gute Predictions oder sollen wir endlich mal auf deine Performance vom letzten Jahr schauen? Ich guck mal kurz. Was glaubst du, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wo das war, hat gesagt, Rent the Runway wird von Amazon gekauft. Was hältst du davon? Weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Um Retouren sauber zu machen oder für was? Ja, habe ich auch nicht verstanden. Vor allem ist es auch viel zu klein. Rent the Runway für Amazon macht überhaupt keinen Sinn. Also es wäre nett, um ein bisschen Kreislaufwirtschaft. Das wäre vielleicht noch ein schöner Trend. Also kaufen große Marken, die grünen, die gescheiterten grünen Firmen, also ein Oatly, ein Beyond Meat oder ein Rent the Runway, was ja alles so sich besonders grün anfühlt, auf, um sich dann so ein Feigenblatt vor die Genitalien zu kleben. Ja, könnte passieren. Was denkst du, Oatly, Beyond Meat, würdest du da auch nochmal sagen, wird übernommen, oder? Hast ja, das ganze auf jeden Jahr Fall. Gesagt? Auf ja, jeden dann Fall. Dann fein auf in deine Predictions. Ja, meinetwegen. Nee, Rent the Runway ist Quatsch, glaube ich. Funktioniert das Modell auch einfach nicht gut genug. Ich würde, eine Prediction ist, es wird einen Twitter-Whistleblower geben, der dann nicht über das alte Twitter, sondern über was dieses Jahr passiert und bei der Übernahme passiert ist, berichten wird. Kann man da noch was berichten? Da haut Elon nicht alles raus? Die meisten haben wir relativ öffentlich gemacht, aber ich glaube nicht, dass es so transparent ist, wie man glaubt. Ich habe jetzt übrigens den Werbepodcast, von dem du letztes Mal erzählt hast, gehört. Der war echt ein Tiefpunkt. Vor allem beim All-In-Podcast irgendwie dreiviertel Werbung für Twitter war. Ja, aber gibt es Twitter noch Ende des Jahres? Twitter kann ich schon. Ich glaube, wir werden einige der besten und schlimmsten Sachen sehen auf Twitter. Also ich glaube, es werden schon produktmäßig auch echt spannende Sachen geben. Also der View-Count ist eine super spannende Idee natürlich gewesen. Also nicht wirklich Innovation, aber ein Feature, das glaube ich Sinn macht, damit Nutzer den Wert erkennen. Weil ich habe ja in vorherigen Folgen oft gesagt, dass die Reichweite bei LinkedIn im Vergleich zu, die Reichweite bei Twitter im Vergleich zu LinkedIn ja eher, sagen, schwach ist, gefühlt. Und es war tatsächlich nur ein Gefühl, weil man bekommt eben deutlich mehr Reichweite auf Twitter, als man anhand der Likes vermuten würde. Und das sichtbar zu machen, war eine schlaue Produktidee, glaube ich. Auch, dass wenn man den Namen ändert, so ein Timeout bekommt oder das blaue Häkchen verschwindet vorübergehend, ist schlau. Ich glaube, dass Twitter oder Elon Musk schon lernen werden, dass es nicht so einfach ist, oder dass eben doch wesentliche Veränderungen echt schwer sind bei Twitter. Also, dass es keinen Edit-Button gibt, das ist ja nicht kein Zufall, oder das ist ja nicht irgendwie Ideologie gewesen, dass man den nicht eingeführt hat, sondern es führt eben zu ganz vielen Problemen, die man vielleicht nicht sofort erkennt. Aber ich glaube, es werden da durchaus gute Dinge mit Twitter auch passieren, aber sicherlich auch weiter viele hässliche. Ich überlege gerade, ob man irgendeine gute Prediction machen kann. Also es wird Twitter auf jeden Fall noch geben. Fidelity hat die Valuation gerade halbiert auf 25 Milliarden. Glauben Sie, ist das noch wert? Ich glaube, Ende des Jahres könnte es eher mehr wert sein. Aber schwer eine konkrete. Die werden, wie viele Nutzer sie haben, können sie mehr oder weniger auch, so wie man das vorher auch bestimmen konnte, sich selber aussuchen. Das finde ich jetzt schwer, darauf eine Prediction zu machen. Hast du eine gute Idee, woran man Twitter messen könnte? Außer die Prediction, dass es einen Whistleblower gibt, der viel Müll ausgraben wird, der jetzt passiert ist im letzten Jahr? Wird Elon zum einen noch CEO sein und wird Elon die Firma noch gehören? Ich glaube, es wird keinen neuen CEO geben im ersten Halbjahr auf jeden Fall. Das wird, und wenn, wird es eine absolute Marionette werden. Also, ich meine, also Elon Musk hat gesagt, er unterwirft sich dieser Abstimmung und tritt damit als CEO zurück und wird maximal noch Head of Engineering. Und dann reportet der Typ, dem die Firma gehört, zum CEO. Wie soll das denn? Also, was ist das denn für ein CEO?
Wenn der Eigner reportet, also was sagt er denn? Chef, was soll ich heute machen mit meiner Firma? Lieber CEO, sag mir mal, was ich heute mit meinem Eigentum tun soll. No way. Also ich glaube, ich würde sagen, es gibt keinen echten CEO. Wenn, dann gibt es irgendeinen Lakaien oder eine Marionette. Das ist natürlich jetzt sehr subjektiv zu bestimmen, ob das dann der Fall ist oder nicht. Aber ich glaube, er wird die Kontrolle weiterhin ausüben, im weitesten Sinne. Ansonsten, ich glaube, Tesla wird unter 100 gehen, unter anderem wegen der Twitter-Adventures von Elon Musk. Sie sind, glaube ich, noch bei 120. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war es noch bei über 120 Dollar und jetzt zum Zeitpunkt des Schnitts sind wir noch bei 107 Dollar. Es hat sich gerade herausgestellt, dass sie die 2022er sagen jährlichen Lieferzahlen nicht geschafft haben. Sie haben als Guidance noch für nächstes Jahr, dass sie 50% wachsen. Das ist auch, was Frank Thelen nochmal bekräftigt hat in seinem Kapitalinterview. Ich glaube, es wird jetzt relativ klar, dass sie das nicht schaffen werden, weil ich glaube einerseits die Auslieferungszahlen unter Plan liegen und ich glaube auch, dass der Umsatz, also der Verkaufspreis pro Auto nicht steigen wird nächstes Jahr. Das heißt, ich glaube, es gibt guten Grund anzunehmen, dass sich der Kurs nicht gut entwickelt von Tesla. Deswegen würde ich sagen, Tesla underperformt den S&P 500 und Tesla fällt unter 100 Dollar und wird noch unter 100 Dollar sein Ende des Jahres. Dass die Nachfrage, Tesla wird Marktanteil verlieren, einfach weil die Konkurrenz aufholt. Das grundlegende Problem ist, also dass Tesla sehr gut funktioniert hat im Markt ohne Konkurrenz oder mit sehr wenig Konkurrenz und dass dieser Vorteil, den sie hatten oder dieser Vorsprung eben doch einholbar ist und dass es kein Mode darüber hinaus gibt. Es gibt keine proprietäre Batterietechnologie, die 10x oder auch nur doppelt so gut ist wie die bestehende. Die ist bestimmt 1,1 mal besser und das ist auch schon ein Vorteil, aber das reicht nicht, um 100% oder auch nur 30% des Marktes zu besetzen. Das gleiche gilt, die Software ist sicherlich anderthalb, zweimal besser, aber nicht 10-mal besser und auch das wird nach und nach eingeholt werden. Ich glaube nicht, dass du sie nochmal so viel besser machen kannst. Das heißt, alle Technologie, die im Moment in einem Auto verbaut ist, ist wieder relativ ausgereizt schon. Du bräuchtest eigentlich schon die nächste Plattform für Transport oder für, wie sagt man das, Personenbeförderung. Also auch das Elektroauto ist, glaube ich, 80% der Innovationen einfach gemacht. Da kann man jetzt noch ein paar Screens reinbauen und besser drin schlafen und irgendwann vielleicht kriegen sie es auch mal hin, das Ding selbst fahren zu lassen. Aber ich glaube, all das wird relativ schnell aufgeholt. Und der Vorsprung, den Tesla definitiv mal hatte, außer beim Full Self-Driving, wo sie ihn meiner Meinung nach nicht haben, der wird mehr und mehr eingeholt. Und deswegen gibt es nichts mehr, was diese Überbewertung rechtfertigt. Das hören jetzt bestimmt viele Tesla-Aktionäre wieder nicht gern, aber das ist nur meine Meinung. Und ich kann da natürlich falsch liegen, habe in der Vergangenheit auch oft falsch gelegen. Im Moment wette ich darauf, dass Tesla weiterfällt, auch der Transparenz halber. Genau, aber ich würde sagen, unter 100 Dollar und unterm, also läuft schlechter als der S&P 500 und schlechter als der MSCI World nächstes Jahr. Ich fand es interessant, dass Elon Musk im All-In-Pod gesagt hat, dass man Margin-Trading vermeiden sollte. Also man soll nicht auf Pump mit Aktien zocken. Das kann meiner Meinung nach nur zwei Erklärungen haben. Entweder, dass er Angst hat, dass seine Aktionäre auf Pump Tesla-Aktien kaufen und deswegen Margin-Calls bekommen und deswegen der Kurs weiter abstürzt. Also sprich, sein Investmentbanker hat ihm gesagt, der Grund, warum der Kurs fällt, ist unter anderem, weil viele Leute Tesla auf Pump gekauft haben und Margin-Calls bekommen. Oder, dass er selber zu viel Tesla-Aktien verliehen hat. Ursprünglich hatte er das mal geplant für den Twitter-Deal. Gibt es einen guten Barron's-Artikel, den würde ich mal in die Shownotes packen. Der heißt How Elon Musk Dodged a Potential Margin-Call Bullet by Following His Own Advice. Und da wird erklärt, dass er ursprünglich vorhatte, quasi mit geborgt oder mit verborgen, also mit dem Beleihen seiner Tesla-Shares Twitter-Übernahme zu finanzieren. Anscheinend war er schlau genug, das nicht zu tun. Trotzdem sind höchstwahrscheinlich ein großer Teil seiner Twitter-Shares schon beliehen. Und ein Problem für ihn ist, dass wenn der Tesla-Kurs weiter fällt, dass auch er dann neues Collateral hinterlegen muss. Das heißt, er braucht entweder Bargeld, um das zu besichern, diese Kredite. Oder er muss Aktien verkaufen und wird damit den Kurs noch weiter runtertreiben. Und ich befürchte, dass viele Tesla-Aktionäre und eventuell er selbst dann Margin Calls bekommen werden, früher oder später, und das den Kurs weiter treibt. Also ich glaube, dass er sogar deutlich unter 100 liegen wird, ehrlich gesagt, Ende des Jahres. Oder zwischenzeitlich zumindest. Sekunde, ich schaue nochmal kurz, mich interessiert gerade, wie die Margins sind. Man kann das St. Louis Fred, Sekunde.
Ja, also die Margin Accounts, man kann bei der St. Louis Fret oder St. Louis Fed, Fret heißt das Portal, sich anschauen, wie viele Margin Loans eigentlich draußen sind. Das kann man bei im Kleinen ja auch bei Robinhood in der Präsentation sehen. Und es geht auf jeden Fall runter. Und ich glaube nicht, dass es freiwillig runtergeht, sondern dass es, also dass Leute freiwillig ihre Kredite auf Aktien auflösen, sondern dass mehr und mehr Nutzer Margin Calls bekommen. Und das ist definitiv, das sieht man 2008 sehr gut und auch 2000, das ist kein freiwilliges Vorhaben, sondern das ist eben erzwungen und das sollte Kurse dann weiter in die Tiefe treiben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei Tesla besonders prävalent ist. Genau, so was könnte man, also zu den GAFAs soll man sagen. Mein Top, also Sekunde, wie machen wir das? Also wir wetten nur gegen, wir sagen nur Over- oder Underperformer dieses Jahr. Und das soll auch nicht genau irgendwie als persönliche Empfehlungsliste gesehen werden. Man darf uns das trotzdem gern vorhalten, wo wir bei der Analyse falsch lagen und schlauere Argumente hervorbringen. Aber ich würde sagen, von den GAFAs würde ich entweder auf Microsoft oder die Erholung von Amazon setzen. Microsoft mag ich, weil ich glaube, LinkedIn wird super wichtig, weil sie viele so Next-Generation-Plattformen haben, für junge Leute auch, mit Xbox, mit Fortnite etc. Hauptsächlich aber, weil das Azure Cloud-Business eigentlich schon ein Drittel der Microsoft-Umsätze sind und Microsoft trotzdem noch eine 40-45% Marge hat, brutale Cash-Cow ist. Ich glaube, es ist eine der besten geführten Firmen der letzten 20 Jahre. Wenn ich irgendeinen GAFA-Wert, ich muss mal kurz gucken, ob ich sie gerade besitze, wenn ich irgendeinen GAFA-Wert besitzen wollte, wäre es Microsoft. Ich glaube, es ist eine gute Kombi von relativ gut diversifiziert, relativ, also auch da, deren Cloud-Business wird natürlich unter der SaaS-Flaute leiden, sofern ich da recht haben sollte. Aber Sekunde, ja, ich besitze Microsoft auch durchaus auch im signifikanten Umfang, das sollte ich eigentlich besser wissen, aber wie gesagt, ich gucke halt wirklich, nein, ich hatte das Gefühl, dass ich sie habe, ich habe nur überlegt, ob ich weil die relativ liquide sind und nicht so sehr schwanken, wäre das immer das Erste, was ich mal bei Liquiditätssachen zuerst verkaufen würde, eventuell auch, weil ich da schnell auch wieder rein kann und nicht zwischenzeitlich viel Geld verliere in der Regel. Also Microsoft als Trade auf LinkedIn und das Azure-Business, was das schnellst wachsende, zweitgrößte Cloud-Business, jetzt mal ohne China, ist, bleibe ich weiterhin bullish. Ich würde sagen, Microsoft performt MSCI World und S&P 500 aus, vielleicht auch Nasdaq 100. Das finde ich als Benchmark aber schon ein bisschen hart, weil wenn es doch ein Wachstumsjahr wird, dann nicht. Ist Microsoft noch ein Technologieunternehmen? Wogegen würdest du es fairerweise benchmarken? Also ich wollte dagegen wetten. Ich habe Microsoft an meiner Underperformer-Liste. Die sind schon zu gut gelaufen in den letzten Monaten. Okay, aber dann musst du ja trotzdem, sehr gut, dann musst du ja trotzdem sagen, wogegen es underperformt? Ja, gegen was wir wetten. Gegen den normalen Markt. Okay, also MSCI World nehmen wir. So. Genau. Ich sage, du sagst Underperformer, ich sage Outperformer. Genau. Sehr schön. Möchtest du auch sagen, warum? Einfach, weil es gibt kein Microsoft-Produkt, mit dem man gerne arbeiten möchte. Das einzige Gute, was Microsoft hat, ist dieses LinkedIn. Ist tot. Asia. Vorbei. Ist ausgespielt. Möchte keiner. Wo ist euer komischer Marktplatz da gehostet? Achso, bei D-Local. Nee, bei, wie heißen die? Digital, wie heißen das nochmal? Dieses, die Billo Cloud? Ja, also Azure ist auf jeden Fall nicht der absolute Go-To-Cloud, wo man Digital hingeht. DigitalOcean meine ich. DigitalOcean ja, meine ich natürlich. Nee, da auch nicht. Und natürlich gibt es verschiedene Preise und Amazon, AWS ist auch relativ teuer. So, und viele von allen Seiten kommen Leute an und sagen, wir bieten es günstiger an als auf AWS. Ist schon klar. Ja, aber wo gehst du dann hin? Zu Google. Ja, gut. Google wächst langsamer. Sekunde, Google Cloud wächst langsamer, glaube ich. Ja, aber gib mir ein vernünftiges Microsoft-Produkt, was nicht... Azure. Ja, das reicht nicht. Das einzige Gute, was LinkedIn, Amazon hat, ist das... Fortnite, ist das Xbox. Das einzige Gute, was Amazon hat, Surface. Ist das Investment in OpenAI und der Rest ist alles einfach Open nur für alte, genau. Alte Leute. Und das wird, achso genau, das habe ich ganz vergessen. Das wird nämlich, also was in SaaS wegfällt an Cloud-Usage, wird durch AI hinzukommen. Weil auf irgendwelchen Rechnern müssen diese ganzen, das wäre auch noch, das ist ein bisschen schwer zu predikten, wie man das jetzt gut in Terms packt. Aber ich glaube, die Entwicklung von spezialisierten Chips für AI-Computing wird weiter voranschreiten. Also jeder große GAFA-Konzern wird seine eigenen Chips oder Kreisläufe haben, habe ich glaube ich in einer letzten Show auch mal gesagt, deswegen müssen wir es nicht mal aufwärmen. Aber
Das ist, glaube ich, relativ klar. Und das ist dann die Rettung für High-Performance-Computing-Anbieter wie Northern Data. nee, natürlich nicht. So, jetzt gucke ich mal hier, wie schnell Azure gewachsen ist. Sehe ich nicht. Warum ist das nicht in meinem Sheet? Achso, weil ich bin... Achso, doch, Sekunde. Google Cloud, 38% Wachstum bei Google und dann Microsoft. Also da liegst du falsch. Wollen wir auch mal um was wetten vielleicht? Jetzt habe ich... Jetzt krieg ich gleich ich bin kein Spieler, aber ich wette schon gerne. Microsoft reportet das immer so scheiße, aber Sekunde, ich suche jetzt mal kurz Azure Wachstum. Ich glaube, es waren 40%. Was habe ich gerade bei Google gesagt? 38. Ja, wir wetten nochmal das um unser Abendessen zur Weihnachtsfeier. Wenn Microsoft den Markt outperformt, zahlst du, wenn er underperformt, zahle ich. Nee, andersrum. Genau. Okay, also. dann bestell ich jetzt schon mal einen Tisch bei Kevin Fehling. wie heißt der? Heißt der Kevin Fehling? Doch, ne? Keine Ahnung. Wo ist denn Weihnachtsfeier? In Berlin? Oder? Ich muss ja wissen, wo ich bestellen muss. Ansonsten. Hamburg natürlich. Wieso Hamburg? Wir waren letztes Jahr in Hamburg. Dieses Jahr ist Berlin. Na gut, mal gucken. Hier gibt es mehr teure Restaurants, die ich kenne. Sehr gut, dann reservier schon mal. Der Chef von Nobel hat einen Schmutz. Ich war bei Tim Melzer. Sehr, sehr interessante Folge. Da können wir auch mit dir hingehen. Da gibt es nichts für Essen und dumme Sprüche. So, lass weitermachen. Apple habe ich hier auf jeden Fall als meinen Outperformer. Okay, da würde ich dagegen wetten. Apple wird der Bad Guy 2023. Kriegt Regulierungen links und rechts geslappt. Service Revenue geht runter, weil App Store Regulierung komplizierter wird. Im schlimmsten Fall, das wird nicht schnell genug passieren, aber das wird die Börse hoffentlich antizipieren, das Risiko, dass die 20 Milliarden Traffic Acquisition Cost von Google nicht mehr überwiesen bekommen. Oder dass es eine gute 50% Chance geben könnte, dass das in den nächsten Jahren wegfällt. Und das muss man heute schon abziehen vom Erwartungswert und vom zukünftigen Cashflow. Das Headset wird zu teuer und ein Flop. Natürlich werden es trotzdem alle Apple-Jünger kaufen, aber es wird nicht genug Anwendung dafür geben, so wie am Anfang beim iPhone eigentlich auch. Das wird sich alles geben in der Zukunft, aber es wird erstmal floppen. Ich Apple Underperformer, würde ich sagen. Ich sag versus Microsoft, nicht versus Markt. lass mal schön am Markt bleiben. Ich sag unter Markt und du sagst über. Ich sag über Markt. Aber du glaubst nicht, dass sie der Bad Guy sind? Nee. Und das China-Risiko haben sie. Aber wenn China eskaliert, ist Apple sowieso als erster dran. Was ist deine Hoffnung für Apple? Also was ist deine Bullenhypothese für Apple? Einfach, dass du ein ideologischer Apple-Fanboy bist. Ja, Apple wird halt immer noch, auch wenn die Zeiten schlechter werden, den Leuten das Geld aus der Tasche nehmen mit den Produkten. So, und die Leute. Mit welchen Produkten denn? Es gibt doch seit Jahren keine. So aus die Dinger, die du in Ohren trägst, ist das letzte Produkt, zugegebenermaßen sehr erfolgreiche Produkt, aber ihr Dingern, da ist doch nichts mehr gekommen. Ja, aber das Telefon wird ja immer noch Jahr für Jahr gekauft, die Kopfhörer werden auch Jahr für Jahr gekauft und die Brille wird auch gekauft werden. Guck, du hast nicht mal eine Apple Watch, obwohl du alles kaufst von Apple, weil keine vernünftigen Produkte mehr rauskommen. Ja, ich habe leider nur einen Arm für eine Uhr. Meine Prognose 2024 ist, dass in jedem zweiten Podcast es hier um Indoor-Golf auf dem Apple-Headset gehen wird. Dann, was gibt's noch? GAFA, Google. Ich glaube, Google kriegt ein Reputationsproblem. Nämlich, dass ich glaube, dass OpenAI überhaupt kein Problem für Google ist, aber dass die ganze Welt es denkt. Und ich verstehe, dass Google eigentlich viel weiter ist. Dass Google aber es auch nicht machen kann, weil wenn sie zeigen, dass sie weiter sind, dann erwarten Leute, dass sie das in ihre Produkte einbauen. Wobei ich glaube, es eingebaut ist es teilweise schon. Aber Google braucht halt weiter ein Geschäftsmodell, wo Leute einen Suchbegriff eingeben, um eine ganze Seite voller Werbung zu sehen und dann runter zu Ergebnissen zu scrollen. Es gibt kein besseres Geschäftsmodell, als Leute schlagen die Zeitung auf und die ersten 4 Seiten sind Werbung. So, wenn du das Modell erfunden hast, dann willst du nicht eine Antwortmaschine. Das habe ich auch bei OMR erzählt. Es gibt einen alten Artikel, ich weiß nicht mehr, wo das war, wo Amit Singhal, der alte Suchchef von, also der auch Algorithmiker war vor dem AI-Zeitalter. Also Algorithmus und AI, also ein neurales Netzwerk, sind ja zwei verschiedene Sachen. Ne? Algorithmus ist, ich habe X-Faktoren, gewichte jeden so und so hoch und daraus entsteht ein Ranking. Und AI ist halt quasi, oder Machine Learning ist, ich lerne, wie Nutzer
welches Ranking Nutzer am besten finden. Du kannst ein bisschen verbinden oder so, wie auch immer. Amit Singhal war quasi aus dem Zeitalter Algorithmen sind die besten Suchergebniszusammenbauer. Und der hat immer gesagt, Google sollte eigentlich sein wie der kleine, heißt das Transponder? Wie heißt das kleine Ding, was Star Trek Leute auf dem Shirt haben, wo man so raufklickt und mit dem Computer spricht? Ich glaube Transponder, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wie dieser kleine Star Trek Button auf dem T-Shirt sollte Google funktionieren. Ich spreche da rein und kriege eine Antwort. Und das war seine Vision von wie Google sich entwickeln sollte. Und jetzt haben wir eigentlich mit ChatGPT von OpenAI dieses Produkt. Und ich glaube, Google hatte das vor vier oder fünf Jahren schon mit Lambda. Und es wird nicht genutzt. Warum? Weil sich dort keine Werbung drin verstecken lässt. Gut. Keiner hätte Bock. Stell dir vor, du müsstest 40 Sekunden Werbung hören, um dann 100 Sekunden Antwort zu bekommen. Würde keiner machen. Und weil dieses Geschäftsmodell, das im Web auf einer Seite anzuzeigen, wo die erste Seite nur Werbung ist, einfach 10x besser ist, kriegen wir den Transponder nicht. Google wird nicht die Antwortmaschine, die sie früher mal sein wollten oder die Amit Singhal bauen wollte, sondern Google bleibt die Zeitung, in der die ersten vier Seiten verkauft sind. Und das wird zu einer strategischen Sackgasse, fast wie bei Facebook gerade, glaube ich, weil sie können nicht zeigen, was sie können, weil sie im Innovators-Dilemma sind, obwohl sie alle Mittel dazu hätten, obwohl sie, glaube ich, der beste, vielleicht zusammen mit Baidu, würde ich vermuten, der wahrscheinlich der beste AI-Konzern der Welt sind, können sie es nicht zeigen, weil es ihr Geschäftsmodell kaputt machen würde. Und gleichzeitig wird die Öffentlichkeit wird aber glauben, Google ist toast. Eventuell werden Analysten das sogar traden und sagen, wir glauben, das Suchgeschäft geht in den nächsten 10 Jahren weg, weil OpenAI so gut ist. Obwohl OpenAI kein kommerzielles Modell dahinter hat eigentlich. Also OpenAI mag besser sein, aber sie können damit auch kein Geld verdienen. Oder nur in sehr beschränkten Maßen im Moment. Ich glaube natürlich, dass OpenAI irgendwann Wege finden wird, sehr viel Geld damit zu verdienen. Aber es wird nicht über... Also das Businessmodell, was das Geile an Google ist ja nicht, dass die beste Suche der Welt war, sondern oder ist vielleicht sogar, sondern das Geschäftsmodell dahinter, nämlich dass Leute dafür bezahlen, für relativ relevante Anzeigen, die der Nutzer klickt, Geld bezahlen. So, das ist eigentlich das Geile. So, und das muss OpenAI erst finden. Und der Markt wird aber im schlimmsten Fall glauben, oder Analysten oder Retail-Anleger, was weiß ich, dass Google schon längst toast ist, obwohl Google einfach nicht von dem alten Geschäftsmodell weg will. So, die könnten eine bessere Suche bauen oder eine bessere Antwortmaschine, aber es gibt keinen Grund, das zu machen. Und das ist eine krasse Sackgasse. Ich glaube aber, dass die Aktie von Google sich trotzdem, das wird sich alles erst viel später auswirken und eben das Geschäftsmodell ist so gut und es wächst noch, außer YouTube. Hauptproblem von Google ist eher, wo das zukünftige Wachstum herkommen soll. Es kann aus Maps kommen, eventuell aus Waymo irgendwann, aber deswegen sehe ich Google relativ neutral. Der Werbemarkt wird weiter kompliziert bleiben für Facebook und Google, aber ich würde weder dafür noch dagegen wetten gerade. Ich wette gegen Google. Ich bin der einfache, dumme Analyst, der sagt, OpenAI wird Google disrupten. Und deswegen denke ich, es wird unter dem Markt performen. Und ich hätte eine Frage für dich. Du kannst natürlich sagen, OpenAI muss kein Geld damit verdienen, noch nicht. Sie können ja trotzdem die bessere Antwortmaschine bauen. Und dann geht das Werbegeld halt einfach nicht mehr. Dadurch könnte der Marktanteil von Google trotzdem sinken. Das heißt, der Marktanteil im Werbemarkt sinkt nicht zwangsläufig, sondern es wird einfach weniger Google benutzt. Und OpenAI wird es nicht werbefinanzieren am Anfang. Und wie hat denn Google angefangen? Also Google hat sich doch auch positioniert, indem sie weniger Werbung oder keine Werbung am Anfang gehabt haben, indem sie komplett aufgeräumt waren im Vergleich zu einem Yahoo oder so. Und das ist ja jetzt passiert ja eigentlich genau das Gleiche, nur gegen sie. OpenAI könnte halt so wie Neva einfach eine Subscription-basierte Suchmaschine bauen, ohne Werbung. Das wäre wahrscheinlich das beste Produkt. Aber Gegenargument nochmal, warum ich dabei bleibe. OpenAI hat keine Daten vom Nutzer. Die wissen nicht, wo du zuletzt gegessen hast, wo du rumfährst, in welcher Stadt du wohnst. All diese Sachen fehlen OpenAI und sie haben kein Produkt, um das einzusammeln. Googles Produkte sind alle darauf abgeschnitten, sei es der Browser, das mobile Betriebssystem, also Android und Chrome und Analytics und was weiß ich, also alle Gmail, alle Produkte, die Google dir umsonst zur Verfügung stellt, sind darauf gebaut, deine Daten zu klauen und die anderen Nutzer mit. Also im Zweifel kann ich trage mir ein, wo du wohnst, um dich zu finden in Hamburg und Google weiß deine Adresse, obwohl du selber sie niemals freigegeben hast. Das meine ich. Ja, aber das ist ja die alte Welt des Internets. Also die neue Welt wird ja sein, ich gebe die Daten, die ich geben möchte und daraufhin kann ich dann die AI anschalten. Ja, aber wie wahrscheinlich ist das passiert? Du kannst, es gibt kein gutes Verfügungsrecht über deine Daten. Ich bin total bei dir, dass das beste Produkt wäre. Wenn Nutzer über ihre Daten quasi verfügen könnten, dann
wäre das der größte Innovationsschub fürs Internet, den es geben könnte. Also wenn Google, wenn du deine Google-Daten wegnehmen kannst und jemandem anderen geben, zum Beispiel einer Suchmaschine, das wäre der Durchbruch, das wird es aber nicht geben. Weil, und Google hat jetzt noch weniger Anreiz, als früher das zuzulassen. Und ich glaube, du kannst keine annähernd so gute Suchmaschine ohne Google-Bahn. Also wenn du heute Restaurant Berlin suchen würdest, ohne deine Daten, was denkst du, was du bekommen würdest? Kriegst halt irgendwie Tony's Romas oder so. Oder was weiß ich. Na, wie auch immer. Okay, du sagst Alphabet Underperformer. Ja. Könnte ja passieren. Gegen MSCI World oder gegen ja. S&P 500? S&P 500 finde ich besser. MSCI World ist einfach. Du suchst dir aus, gegen was sie outperformen. Wir schreiben immer das Gleiche. Also ja, ich glaube, dass es für die auch schwieriger wird. Also Facebook bin ich total bei dir, was du letzte Folge schon gesagt hast, dass sie aus der Schusslinie geraten und nicht mehr der Bad Guy sind und nicht mehr der Worst Guy sind, weil Twitter und Apple, Google teilweise die Prügelknaben werden. Ich glaube, das Werbegeschäft schlecht wird und das Engagement sinkt. Ich glaube, dass Facebook underperformt, obwohl sie natürlich sehr niedrig sind und viel Aufholpotenzial haben und inzwischen mehr Leute glauben, ich glaube, selbst Scott Galloway hat gesagt, er glaubt, die sind zu günstig bewertet und würden outperformen. Was ist denn hier los? Die sind halt zwischenzeitlich mal 4% hochgegangen, jetzt wieder runter. Achso, es war, dass der Markt aufgemacht hat. Muss mal kurz gucken. Boah, die sind schon echt runtergekommen. Ich sag, Meta auch unter 100, auch underperformer. Ist eine, so eine relativ mutige Wette, glaube ich, weil sie einfach unheimlich günstig sind schon. Aber der Werbemarkt, wenn Rezession und alles hinzukommt, könnte der Werbemarkt weiter crashen. Wenn sie mal zugeben würden, oder vielleicht irgendein Whistleblower, das wäre meine Hoffnung, dass irgendein Whistleblower oder Shortseller rausfindet, dass Meta seit Ewigkeiten die MAU-Number, also was lässt uns glauben, dass Meta nicht das gleiche Problem wie Twitter hat? Also warum sollen wir an die Nutzerzahlen von Instagram glauben, wenn Twitter uns gerade vorgeführt hat, wie schlecht die sind? Die Frage ist, wie das rauskommen wird. Ich glaube, Meta kann sich selber einstellen, wie viel Nutzerwachstum sie haben wollen, einfach indem sie beschließen, wie viele Bots sie löschen, jedes Quartal. Deswegen ist es schwer, da den Katalysator herbeizuführen. Also Katalysator ist quasi, mir nützt gar nichts, wenn ich weiß, dass sich das irgendwann rausstellen wird. Zwischendurch könnte sich Meta halt nochmal verdoppeln. Der Katalysator, also der sozusagen die Wahrheit ans Licht, oder vermeintliche Wahrheit, das was meine Meinung ist, ans Licht bringt, wäre eben dann so ein Whistleblower oder jemand, der die Daten irgendwie erhebt extern. Aber ich würde trotzdem mal die Wette nehmen. Das kann noch weiter runtergehen. Meta unter 100 und Underperformer des Marktes. Obwohl es, wenn die Gegenhypothese wäre, Zuckerberg entlässt nochmal 10% der Leute oder sogar nur 5, dann könnte sich die Aktie fast verdoppeln. Aber das Risiko kann ich ja mal eingehen, weil unsere Wette ums Essen ist ja bei Microsoft. Und wird er weiterhin ans Metaverse festhalten? Ja, deswegen glaube ich das ja auch. Ich glaube, dass alle Zugeständnisse, die jetzt gemacht haben, waren minimal Bauernopfer und die nötigsten Zugeständnisse, die er machen musste. Ich habe daran keine Änderung der Strategie gesehen. Er will weiter 100 Milliarden über die nächsten Jahre ins Metaverse investieren. Überleg mal, wie lange man braucht, um das Geld wieder zu verdienen. Wenn du recht hast und Apple bringt ein geiles Produkt raus, wird keiner die scheiß Facebook-Brille nutzen wollen und in den Facebook-Produkten abhängen wollen. Facebook wird die Plattform offen bauen müssen. Ich glaube, sie müssen ja jetzt andere zulassen. So, und dann, ich glaube halt, dass das Snap-Metaverse spannender sein wird als das von Facebook. Oder vielleicht das TikTok oder das nächste Startup. Warum sollte die Firma, die Instagram und Facebook gebaut hat, oder Instagram geklaut und Facebook gebaut hat, jetzt das beste Metaverse bauen ausgerechnet? Hielt ich für unheimlich unwahrscheinlich. Also Facebook down. So, ich glaube dann. Achso, ich würde noch so ein paar Random machen. Also, Noch ein paar. Ja, dann leg los. Ich muss immer ein bisschen meine Stimme schon. Outperformer oder Underperformer? Womit willst du starten? Meinem naturell gemäß mit den Underperformern.
Gut, also ich habe ja schon Microsoft, Google haben wir ja drauf, Tesla auch, da bin ich dir, also bin ich gleich. Die beiden, die ich noch auf die Liste gesetzt habe, da wirst du auch sagen, never ever, hast du auch schon 2-3 Mal gesagt, never ever. Ich glaube zum einen, Adobe wird Schwierigkeiten haben mit den ganzen AI-Produkten, die jetzt rauskommen werden oder mehr und mehr genutzt werden. Und die haben auch ein ähnliches SaaS-Problem, wenn Leute gehen, werden ja, die Produkte Lizenzen weniger genutzt. Underperformer ist ja auch ein sehr softes Statement. Das kann schon, ich meine, am Ende ist 50-50, dass das eintritt. Ja. Sorry. Aber du könntest natürlich sagen, du glaubst, die liegen 20% unter dem Markt. Ja. So also wenn wir es am Ende des Jahres anschauen, wenn dann irgendwas hier 2% unter dem Markt ist, dann wird das nicht gefeiert. Das ist ja klar, wir wollen schon sehen, dass... Genau, es gibt dann, der Dessert wird bezahlt von der Person oder wird ausgegeben sagen, für die Person, alles, die dem größten Underperformer. Wir sagen, alles unter 10% ist nicht signifikant. So, dann okay. gilt als verloren. Also weder gewonnen noch verloren. Sehr gut. Wahrscheinlich Microsoft bewegt sich kein Stück in den nächsten Adobe finde ich eine gut hergeleitete Wette. Also sozusagen, dass AI da entgegen spielt, dass es weniger Berufe geben wird, die das noch einsetzen, finde ich ja eine gute Hypothese. So. Ja, und das Letzte ist auch keine Überraschung, HP. Mein schlechtestes Produkterlebnis des Jahres, das werden mehrere Leute das Problem haben. Es wird auch keiner mehr wirklich einen Drucker kaufen. Ach, das Problem haben Leute seit 20 Jahren und es juckt keinen. Ja, weil du jetzt darüber gestolpert bist. Ja. Wir haben viele Zuschriften von Hörern bekommen über 3D-Druck und professionelle Druckanwendungen, irgendwie großen Offset-Druck, was weiß ich. Ich glaube, ich muss jetzt nicht dagegen halten, aber ich glaube, du bist da ein bisschen traumatisiert. Auf jeden Fall. Aber das Ding druckt jetzt. So, und meine Outperformer, also ich glaube, es wird mit Krypto wieder ein bisschen besser laufen. Also meine Wette ist auf ETH. Und dann noch zwei Woran Sachen. Woran willst du das messen? Ach, auch im SEO. Einfach am Preis. Einfach, ja. Mhm. Also, keine Ahnung, ob sich das Ding jetzt verdoppelt dieses Jahr oder so, aber es wird wahrscheinlich bis Mitte des, meine Annahme ist so ein bisschen wie du mit E-Commerce-Aktien, dass es bis Mitte des Jahres noch ein bisschen schwer wird und sich dann vielleicht erholt. Und dann LVMH, was für mich die bestlaufendste Aktie, glaube ich, dieses Jahr war, wird auch weiter outperformen. Ein Grund dafür ist, dass wir wieder mehr International Travel haben, die dann Luxusprodukte auch kaufen wollen. Und meine letzte Nummer, die hier auf der Liste ist, ist eigentlich die Firma, gegen die ich zweimal gewettet habe, und zwar Zoom. Ich glaube nicht, dass es jetzt wieder so eine krasse Corona-Welle gibt, aber ich glaube schon, dass Zoom den Markt in den kommenden 12 Monaten wieder outperformen wird, weil das einfach das beste Produkt ist, wenn es um Videocalls geht und sie auch ermöglichen, andere Produkte auf die API zu bauen und so und vielleicht jetzt die ein oder andere Überraschung haben, die wir dieses Jahr erleben werden. Und du glaubst, Zoom wächst dann wieder? Ja. Also was ist der Wachstumstreiber? Der Wachstumstreiber ist weniger Travel und wieder mehr Videocalls. Und dann auch das Aufräumen zu, auch wieder meine Wette gegen Google und gegen Microsoft, dass halt richtig aufs Geld geguckt wird und dann nicht drei verschiedene Software, die das Gleiche machen, bezahlt werden, sondern man einfach sagt... Wenn du halt Google Hangouts. Genau, aber wenn du sagst, du willst das beste Tool für das Thema, für Videocalls, dann gehst du immer zu Zoom. So, die Qualität ist leider immer noch die beste. Das glaube ich schon, aber ich glaube, es wird nicht so richtig wachsen. Aber ich kann mir vom heutigen Stand outperformen, doch, kann ich mir vorstellen. Und mehr habe ich nicht. Ja. Sonst interessiert mich noch, was du noch hast und vor allem, wie deine Performance jetzt überhaupt dieses Jahr oder letztes Jahr war. Also ich. Das sagen wir am Ende. Ich muss jetzt auch meine Short, wir machen es ein bisschen schneller jetzt. Meine Short-Kandidaten. Ich habe letzte Woche gepostet, dass Click Digital und Naga, diese Trading-App, die aktivieren auch ihre Marketingkosten. Also machen aus Kosten quasi Aufwendungen, die Assets schaffen.
was ich sehr komisch finde. Das, also es ist nicht komplett untypisch, aber ich, das sieht man relativ selten bei anderen Aktien. Das verändert auf jeden Fall das EBIT. Das war sehr positiv, weil du halt keine Expenses hast, obwohl das Geld natürlich trotzdem irgendwo hingeht. Ich würde sagen, also man könnte jetzt sagen, Klick Naga und alles, wo Angermeier noch investierte. Also Naga ist, glaube ich, Christian Angermeier investiert. Ich würde mal Klick und Naga rausnehmen. Rocktech Lithium wird weiter, hatten wir mal ganz früh besprochen, fand ich scheiße, wird, glaube ich, weiter verfallen, ist, glaube ich, vom ganzen Management her und so sehr dubios aufgesetzt, meiner Meinung nach. Atai Life Science wird underperformen, C3 AI, Affirm. Dann meine Fix gegen On-Wette mit Noah Leidinger, die würde ich sagen auch noch aufnehmen, also das, obwohl ich beides für sehr gute Modelle halte, glaube ich, dass On-Running das bessere D2C-Modell als Fix, also das ist Arztbekleidung als Nicht-Subscription-Modell, aber D2C-Modell. Plug Power bleibe ich weiter dagegen. Den Chrysalis, diesen Fintech-börsennotierten Fonds, würde ich weiter short bleiben. Also ich werde da jeweils auch, würde ich sagen, underperform den Markt, ist meine Wette. Firmen habe ich gesagt, Open Door würde ich noch dazu nehmen. Immobilienkrise USA. Man könnte jetzt auch irgendwie noch Autofirmen oder sowas, Carvana oder sowas nehmen, aber das, die würde ich jetzt mal festlegen, dass ich glaube, dass die schlechter dastehen Ende des Jahres. Und Long, ich bleibe ZipRecruiter Long. Ich glaube, die haben mit dem Markt natürlich gelitten, aber weniger als man als andere Tech-Stocks, haben jedes Mal die Ergebnisse geschlagen. Halt Modell und Management weiter für gut. Ich glaube weiterhin an Cybersecurity. Ich würde es so definieren, dass SentinelOne, Zscaler, CrowdStrike, Fortinet, Palo Alto Networks den Nasdaq 100 outperformen. Da wäre MSCI World vielleicht ein bisschen zu soft. Deswegen würde ich die ruhig gegen Nasdaq 100 stellen. Das heißt, letztlich werde ich das die, oder nee, die würde ich gegen den WisdomTree Cloud setzen. Also die, das sollte ja dann einfacher sein. Nee, ich mache beide Wetten. Das ist ja, der WisdomTree Cloud underperformt den Nasdaq 100 und die Security-Sachen outperformen. Man könnte auch den WisdomTree Cyber Security nehmen, da ist aber HashiCorp drin, die ich eigentlich scheiße finde. Andererseits ist HashiCorp ein Übernahmekandidat und könnten aus Versehen ein gutes Jahr haben. Deswegen könnte man auch WisdomTree Cloud nehmen, mal sehen. Microsoft, Amazon habe ich gesagt. Ich glaube, About You und Zalando wären... Ah, ist noch ein bisschen früh. Ich würde sagen, die werden im Dezember besser dastehen als im Juli. Das ist die Wette. Deutlich besser darstellen als im Juli. Datadog, glaube ich, bleibt ein Outperformer. Und ich glaube, Snap wird besser laufen als Meta. Das habe ich ja schon mal als Wette, glaube ich, gemacht. Lief nicht so gut. Ich glaube, wird das nochmal sozusagen auf Null stellen. Und hoffe, damit recht zu haben. Ansonsten... Value oder Growth? Was wird besser laufen? Befürchte noch ein Jahr Value. Es wird beides schlecht laufen, glaube ich. Aber Value besser als Growth nochmal. Ja. Ich glaube, habe ich auch schon woanders gesagt, dass insbesondere E-Commerce und die ganzen Hersteller viel mit den Inventories zu kämpfen haben. Also Innovation wird so ein bisschen flach liegen, weil alle in operativen Graben kämpfen sind und ihre Inventories loswerden. Wird viel Konsolidierung geben, logischerweise. Ich glaube, über Be Real wird niemand mehr sprechen Ende des Jahres. Würdest du gegenhalten? Hat man auch keine Viralität nachhaltig gezeigt. Be Real hat wahrscheinlich auch einfach nur Snap wieder ein bisschen geholfen. Die Polarisierung in den USA wird, glaube ich, noch stärker werden als bisher, unter anderem durch Twitter oder sowas wie Kanye und so, die ganzen Entwicklungen. Das wird es alles nicht einfacher machen. Ich wünsche mir, dass das Year of Antitrust wird. Die Unternehmen sind relativ schwach. Eigentlich wäre es eine gute Möglichkeit, mal zuzuschlagen für Lina Khan. Ich hoffe bei Apple, vielleicht Amazon, Facebook, wüsste ich gar nicht, was man da gerade groß machen sollte. Vielleicht TikTok. Was denken wir über Krypto? Du hast gesagt, Krypto kommt wieder. Ja, also es wird noch hart und dann kommt es wieder. Also ähnlich wie, ich würde sagen, parallel zu deiner Prediction von About You und Zalando. Also hat nochmal einen weiteren Tiefpunkt und ist am Ende aber höher als
Als am Tiefpunkt, als, ja, das ist eine richtige Aussage, sofern am 31. Dezember ist der Tiefpunkt. Ja, aber ich glaube auch höher als jetzt. Also geht nach oben, aber also es wird höher sein als heute, aber geht auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten. Okay, dann haben wir, achso, jetzt schaue ich Sekunde live. Also du sagst nochmal, wie deine Performance war letztes Jahr? Ja, ich habe ja gesagt, minus 45%. Schmerzhaft. 45, Sekunde, jetzt muss ich hier 3 SMS eingeben, den Vornamen von meinem Bankberater und das Geburtsdatum von seiner Mutter eingeben, damit ich hier irgendwie Zugriff bekomme. Und jetzt kriegen wir Zugriff auf dein richtiges Portfolio. Genau, das ist das Long-Portfolio, ne, wo ich relativ wenig absichere und also das ist kein Geheimnis, dass das hauptsächlich Tech und Wachstum ist und eigentlich nur Long. Und ich vertraue jetzt darauf, dass die Bank das richtig berechnet. Die sagt, 2022 ist meine Wertentwicklung minus vorne eine 4, dann eine, also 43,92. Also all mein Wissen hat mir ein extra Prozent gegeben gegen Philipp Klöckler. Das nennt man Beta. Alpha, Entschuldigung. Alpha natürlich. Also es ist kein Geheimnis. Natürlich, also zum Glück ist jetzt, man sieht, dass es jetzt nicht so nur Cloudflare-Performance ist, die sagen, der Twitter-Deal hat ein bisschen geholfen. Ein paar andere Sachen sind nicht so stark runtergegangen. Aber logischerweise habe ich jetzt fast die Hälfte, also minus 45% gemacht. Krass, und hättest du vor allem deine Performance im Vorjahr. Hättest du vor allem dein Microsoft-Amazon-Swap 1. April nicht gemacht, wärst du unter mir. Ja, hätte, wäre, wenn. Habe ich aber gemacht und das war sehr schlau. Das war auch richtig hergeleitet. Also ich bin halt komplett aus, Sekunde, habe ich SEA noch, das muss ich mal kurz gucken. Nee, ich bin komplett aus E-Commerce raus und das war wahrscheinlich schlau. Wobei ich sagen muss, SEA und gerade vor allen Dingen Mercado Libre hat sich erstaunlich stark gehalten. Aber aus E-Commerce rauszugehen dieses Jahr schien mir ganz schlau. Ansonsten hast du recht, würde es noch schlechter aussehen. Jeder, der weniger als 44% seines Geldes verloren hat, hat dieses isolierte Jahr besser gelegen. Ich lag vor und nach Gebühren damit immerhin noch besser als dieser große Fonds. Achso, jetzt warte Sekunde, ich gucke nochmal die anderen. Ich gucke nochmal so mein schnelles Mobil-Depot, was ich eigentlich, wo eigentlich nur Sparpläne drin sind oder was ich nachts in der Bar trade. Sekunde. Da kann ich nochmal gucken. Mal gucken, ob die eine gute Jahresauswertung. Ich mache mal einfach ein Jahr. Das ist nur minus 30%. Aber da sind die Sparpläne mit drin. Ja, aber die verkaufe ich dann im Suff immer wieder. Also ich habe hier einen Sparplan und wenn ich dann in der Bar sitze und irgendwas kaufen will und kein Geld im Account ist, dann verkaufe ich mein MSCI World, weil der halt relativ liquide ist. Das, was bei Frank Thelen, die Amazon-Aktie, das ist übrigens auch geil, das Zitat, Sekunde, filmt man es irgendwo, dass er gesagt hat, Amazon ist sein Cash-Ersatz. Na gut, das hast du aber früher auch gesagt. Ja, und als das eine dumme Äußerung wurde, habe ich mich von der Aktie getrennt. Sekunde. Gucken mal, was der Cash-Ersatz hier letztes Jahr gemacht hat. Minus 50%. Also Frank Thelens Cash-Ersatz Amazon hat sich halbiert letztes Jahr. So, und dann gibt's ja noch das Zock-Portfolio, also das Spaß-Portfolio. Das lässt sich gar nicht so einfach. Sekunde, kann man das irgendwie... Ich bin mir relativ sicher, es hat weniger Verlust gemacht, aber das, weil das eigentlich gehedged ist, also immer short long. Das Problem ist, dass diese Anbieter es unheimlich schwer machen, deinen Gewinn und Verlust auf Jahresbasis. Ach doch, die steuerliche Bescheinigung muss doch irgendwo sein. Sekunde. Wenn schon Transparenz, dann richtig. Wo finde ich das? Ich habe doch neulich hier so eine Steuerbescheinigung geholt. Kontoauszüge. Historie. Sekunde. Kontoauszüge. Steuerbescheinigung. 21. Nee. Und die Bank noch nicht auf bei dir. Der Dezember ist noch nicht abgeschlossen. Oh, Sekunde, ich guck mal. Das ist wirklich nur für einen Monat. Boah, ich könnte jetzt hier ganz viele Monate zusammenrechnen. Sekunde, mal gucken. Muss nur nachliefern. Cliffhanger für die nächste Folge. Ja, also sobald hier der Anbieter das Jahr abgeschlossen hat für mich. Das geht doch voll automatisch, warum haben die es am 3. nicht fertig? Saftladen. Naja, also sobald es fertig ist. Ich würde vermuten, dass es auch im Minus ist, aber nicht ganz so stark.
warum ist das im Minus? Weiß nicht, sehe ich dann auf der vielleicht auf der Gesamtauswertung. Genau, aber das sollte das sein, was am wenigsten verloren hat von allen dreien. Also weniger als 30% würde ich vermuten. Top. Genau. Zum Ende habe ich noch 5 schnelle Fragen an dich. So schnell wie möglich zu antworten. Wann hast du dir das ausgedacht? Warum hast du mich darauf nicht vorbereitet? Also, werden wir wieder IPOs sehen dieses Jahr? Tech-IPOs? Ja, aber ganz wenige, also minimal. 5 Stück? Mehr? Weniger? Das ist unheimlich. Ja, ja, 5 Stück. Aber die, wenn du die irgendwo auf der Welt suchst, wirst du die finden. Aber ich glaube, es werden keine 10 relevanten Firmen an die Börse kommen dieses Jahr. Also, Inflation oder Deflation? Also sagen wir so, es wird weniger als 10% der IPOs von 2021 geben. Das kann man relativ klar sagen. Inflation oder Deflation? Inflation, aber weniger auch. Also irgendwie 6-7%. Ölpreis Ende des Jahres? Also ich glaube, man geht von 7 aus. Ich würde glauben, eher ein bisschen weniger. Also die Inflationszahlen werden immer ein bisschen besser als prognostiziert sein, weil die Inventories, glaube ich, sehr stark auf die Preise drücken werden. Ich weiß nicht, natürlich sind jetzt Fast-Fashion-Klamotten kein super großer Bestandteil im statistischen Warenkorb, aber gerade Klamotten und sowas, Elektronik, Haushaltseinrichtungen, wird so billig sein wie noch nie. Am Ende hängt die Inflation von großen Teil von der Energie ab und damit vom Russland-Konflikt. Aber ich glaube, wird Inflation geben, aber eher besser als erwartet. Ölpreis Ende des Jahres? Ja, wie gesagt, das hängt am. Also ich wette weiterhin gegen den Ölpreis. Ist jetzt bei WTI, WTI-Öl, schaue ich mir an, ist bei 78, wird 20% darunter liegen. Mehr als 20% darunter liegen Ende des Jahres. Dann Corona kommt zurück oder bleibt weg? Bleibt da, also weder noch. Bleibt da, wird aber eben relativ normal im Umgang. China wird relativ stark damit zu kämpfen haben. Allerdings glaube ich ich soll kurz antworten, ne? Naja. Also ich glaube, die Chinesen sind nicht so, sind die überaltert? Ich glaube, prinzipiell sind die gesünder als die Amerikaner und deswegen, Scott Galloway hat schon wieder gesagt, er hat die Todesquote in den USA auf China hochgerechnet. Ich glaube, es macht keinen Sinn. So wie diese ganze Healthcare-Debatte, von wegen, das ist das ineffizienteste Land, was Healthcare angeht, das ist die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit ist das ungesundeste. Habe ich gerade eben getwittert, kann man sich auf Twitter noch anschauen. Die USA haben sicherlich ein Healthcare-Problem, aber sie haben vor allen Dingen ein Health-Problem. Ich kann es mal kurz vorlesen. Also ich habe es mit Frankreich verglichen, das ist ein relativ gesundes Land, muss man dafür sagen, aber natürlich mache ich das jetzt so tendenziös wie möglich auch. Die Wahrscheinlichkeit, am Herzinfarkt zu sterben, ist 144% höher, also mehr als doppelt so hoch in den USA. An Demenz zu leiden, ist etwa 50% höher in den USA im Vergleich zu Westeuropa. Eine Lungenkrankheit zu haben, 3-mal so hoch, also 200% höher in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erleiden, ist 33% höher in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Drogenabhängigkeit zu leiden, ist 12-mal höher, 1100% höher in den USA. Die Wahrscheinlichkeit, an Diabetes zu erkranken, ist doppelt so hoch. Das ist ein Riesenkosten. Eine Dialyse, also die Blutwäsche zu machen, so im Endstadium einer Diabeteskrankheit, ist das, also wenn du, ich verstehe nicht, wie Fresenius Medical Care seit Jahren keine Performance macht mit der Aktie, weil eigentlich musst du Long Diabetes und Big Sugar sein. Also das ist so ein Milliarden, 300, ich glaube 400 Milliarden werden allein in den USA für Diabetes-Folgeerkrankungen und Treatment bezahlt. Und das, wie gesagt, Diabetes-Risiko ist doppelt so hoch wie in Frankreich. Und Bluthochdruck 4-mal so hoch wie in Frankreich. Und ich glaube, das muss mindestens die Hälfte der Gründe sein, warum das Gesundheitssystem so teuer. Es gibt ganz viele Probleme im Gesundheitssystem in den USA, aber wo das anfängt ist, dass die Menschen einfach doppelt so krank sind, wie in vielen anderen Ländern. Und wie kam jetzt darauf? Achso, China. Und ich glaube, deswegen wird China, jüngere Länder, deswegen hat es Afrika kaum betroffen, weil die Leute durchschnittlich jünger sind und durchschnittlich gesünder, komischerweise. Also zumindest nicht übergewichtig und lungenkrank.
Aus anderen Gründen natürlich nicht. Das, trotzdem würde man lieber in den USA leben als in Afrika wahrscheinlich, aber finde das so ein bisschen Verklärung, immer wenn man so tut, als würde es nicht an der Gesundheit der Menschen leben. Also das Problem in allein Innovationen im Gesundheitswesen wird das nicht ändern, sondern die Innovation, die du brauchst, ist, dass du mal schaust, was Big Sugar, also Coca-Cola, Pepsi, Mondelez und was weiß ich, machen und eine Zuckersteuer erhebst. Ja, Philipp Klöckner will Zucker verbieten, richtig gehört. Es gibt so ein, poste ich vielleicht auch später mal, so eine Zuckerkarte, wo du siehst, so der Zuckergürtel, also sind sehr stark die arabischen Länder, aber dann auch die Maisbasierten, also wo viel Mais gegessen wird, also billige Zucker, Mexiko, Südamerika und die USA, da siehst du Diabetes. Da, wo sagen, sehr süß gegessen wird im Nahen Osten, wo viel Zucker konsumiert wird und dort, wo viel sagen, schlechte Kohlenhydrate und Zucker und Maismehl und sowas verwendet wird, dort hast du ganz viel Diabetes. Na gut, so. So viel zur schnellen Frage. Allerletzte Frage. Pipp Lauterbach. Krieg, Ende oder geht so weiter wie zuvor? Ich glaube, man unterschätzt, also was krass ist, dass man unterschätzt, wie lange Kriege dauern. Wenn du dir schaust, wie lange der Kosovo-Krieg gedauert hat oder so, du denkst, also würdest du Leute fragen, wie lange dauert der Kosovo-Krieg? Würden Leute sagen, zwischen 9 Monaten und 1,5 Jahren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange, Sekunde, ich schaue es mal. Gefühlt war, ich glaube, er ging aber tatsächlich, also man kann darüber streiten, ob er nicht immer noch geht, aber er ging tatsächlich nur 1,5 Jahre. Okay, schön meine eigene These widerlegt. Aber also ich glaube, dass tendenziell Konflikte länger gehen können, als man denkt. Ich hoffe natürlich, dass er, ich mache mal was sehr untypisch für mich und äußere mich optimistisch. Ich glaube, dass der Krieg befriedet ist bis Ende des Jahres. Möchtest du dagegenhalten? Nee, ich wollte dir die erste Position überlassen einfach. Also danke, ich danke einfach. Ich dafür. Ich glaube nicht stark dran, aber ich wünsche es mir sehr. Und wenn genug. Es soll nicht. Ich fange jetzt nicht wieder mit cheesy Thesen an. Hast du schöne Vorsätze fürs nächste, für dieses Jahr? Ja, weniger Zucker. Weniger. Ich dir schon die nächste Sache, die ich dir verderben werde. Jedes Mal, wenn ich dich mit Zucker sehe. Und mit Energy Drinks aufzuhören, ist auch ein gutes Jahr, finde ich. Achso, das mache ich sowieso nicht. Echt ungesund. Ja, Energy Drinks. Ja, ich hatte überlegt, ein Jahr kein Alkohol, aber das schaffe ich nicht. Ein Jahr kein Alkohol? Ja, das schaffe ich nicht. Wir können im Februar versuchen, weniger kein Alkohol zu trinken. Februar schlau, ja. Aber ja, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen besser ernähren und mindestens 2x die Woche mit dir einen Podcast aufnehmen. Mehr habe ich mir nicht vorgenommen. Mindestens. Mir ist warm, schlimmes. Ich habe keine Zeit für den Podcast. Und wenn, dann mache ich ihn ruhig. So. In diesem Sinne, wenn du bis hierhin gehört hast, gib uns bitte keine Bewertung, aber du könntest einfach die Folge per WhatsApp, Signal, iMessage an einen Freund oder eine Freundin schicken. Vielleicht jemanden, an den du die letzten Tage nicht gedacht hast und den Podcast weiterempfehlen. Habt einen schönen Mittwoch. Wir hören uns wieder am Samstag in deinem Podcast-Player. Peace. Was soll ich da noch sagen?